Ja, hallo und herzlich willkommen zur 17. Episode des Kraftkörper Podcasts. Das ist der Podcast für ja, die ganze Familie, wenn die Familie gerne Protein frisst und Gewicht erhebt. Das war ein schönes Intro, mit dem habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Okay. Wenn Ja. man gut überlegt in den letzten 10 In den Sekunden. letzten 10 Sekunden, ja. Ja, hallo. Marcells Begleitung ist auch wieder mit dabei. Meine Hostess, meine Okay, bezaubernde jetzt wird's Hostess, wirklich schlimm. bezaubernde Hostess Julia Katrin Prinz. Ja, Katrin ist mein Mittelname übrigens. Marcells Mittelname. Mittelname, sagt man das eigentlich? Zweiter Middle Vorname, Name. Middle Name. Ja. Ist René, Marcel René Hauer. Ja, bitte mit so einem Apostroph, Das ist kein also Apostroph, das ist ein Betonung, Akzent. Ein Akzent. Nachdem Betonungsstrichel am du letzten E. halb französisch da bist in deinem Namen, aber ich finde das recht gut ausbalanciert bei Marcells Namen. Also Marcel René und dann Hauer. Ja, Ja, das ist so. das Gute an dem Namen ist, oder das Interessante an dem Namen ist, dass sowohl Marcel wie auch René beides Männer- wie auch Frauennamen sind. Zugegeben, Marcel mit einem Doppel-L und E hinten wird dann zum Frauennamen, aber René geht Es vollkommen stimmt. durch. Und dann halt Hauer. Dann Ja. Hauer, ja. Also es gibt einen Grund, warum ich nicht Eisen-Marcel heiße, sondern Eisenhauer. Was eigentlich lustig wäre, wäre Eisenprinz, habe ich mir auch schon überlegt. Aber das klingt sehr männlich dann. Das Also stimmt, ich ja. würde jetzt meinen Profilnamen nicht unbedingt Ja. umändern. Ja. Gut, überraschendes Intro gerade für mich auch. Ja, man muss es ja lebendig halten, in der Ehe wie beim Podcast, ne? Genau, ja. Und wir machen das in einem Zug. Ja, also dieser Podcast, der verbessert ja unser Eheleben massivst. Enorm, ja. Wir reden so viel wie sonst nie am Samstagvormittag. Das stimmt allerdings, weil der Samstagvormittag ist nämlich die Zeit nach dem Freitagnachmittags-Beintraining. Und irgendwie läuft man dann ja immer, also vielleicht kennen das ja einige Zuhörer, Zuschauer, dass man so nach Beintrainingseinheiten, die intensiv waren, durchaus mit einem großen Schleier durch den nächsten Tag geht. Also so irgendwie so Ja, ein ein grauer Schleier beschreibt es ganz gut. Schleier. So ein Schleier, so ein Filter quasi vorm inneren Auge. Ja. Und ich habe ja eingecheckt beim Alberto diese Woche, bei meinem Coach, und habe ihm so eine Frage gestellt, wie er damit umgeht, wie er mit diesem Schleier nach einem harten Beintraining, beziehungsweise ich glaube eher bei mir ist das Ende der Trainingswoche. Es ist so Montag, Dienstag Training, Mittwoch Pause, Donnerstag, Freitag Training und dann zwei Tage Pause. Die 2 Tage Pause sind essentiell. Also ich weiß, dass ein Tag Pause nicht reichen wird. Und ich glaube, dieser Abschluss der Trainingswoche, der noch dazu ein hartes Beintraining ist, sorgt dann am Samstag oft dafür, dass ich mit Schleier herumlaufe. Und ich habe ihn gefragt, wie er damit umgeht. Und er hat gesagt, ja, kennt er natürlich. Ganz, ganz normal, ja. Und er hat mir geraten, du wirst dich dran gewöhnen. Das Problem ist, es ist ja ein netter Ratschlag, dort ist es leider schon lang so. Das ist leider schon lang so, ja. Und das beeinflusst halt wirklich ja, den nächsten Tag massivst. Also jetzt vor dem Podcast und während des Podcasts geht es bei mir jetzt noch. Ich bin schon Du fertig. bist schon wieder dran, okay. Ich bin schon, weil. Also wenn der Julia ihr Auge zu hängen beginnt, so, dann bist du wie so. Ich merke das aber auch wirklich in einem verstärkten Hungergefühl. Also ich habe wirklich samstags viel mehr Hunger als an den anderen Tagen, weil das einfach das fordernde Beintraining ist. Das Beintraining mit den ADLs, obwohl ich die jetzt durch mein unteres Problem mit dem unteren Rücken wirklich zurückgefahren habe, was das Gewicht betrifft. Aber ich bin jetzt so fokussiert bei der Ausführung und ich sage mal, mache es jetzt so ultra kontrolliert, dass das eigentlich auch schlimm ist. Also ich wirklich glaube, wenn ich mit weniger Load arbeite, ja, dann wird das nicht so fordernd sein aufs Gesamtsystem. Ja, alle Powerlifter, die sagen, Bodybuilding-Training ist ja nichts und das ist ja nur was für Luschen. Probiert einmal 2 Minuten Time Under Tension Beim beim ADL. ADL. Das ist Es nicht hat leiwand. Das ist mir nicht wirklich leiwand. selber überrascht, ja. Also dass das war jetzt, ich habe so einen dermaßen schlimmen Muskelkater jetzt nämlich schon in Traps, wo man ja gar nicht so mehr damit rechnet. Ja. Das spürt man ja normalerweise nicht mehr so, aber dieser wirklich lange Zeit stabilisieren im Trapez,
Ja, man merkt, der ADL ist nicht nur eine Unterkörperübung, das merkt man da wieder Ja, ganz voll. enorm. Gibt eigentlich keine bessere Full-Body-Übung irgendwie. Also, wenn es um die Rückseite geht, ist Ist da. nichts Besseres. Wenn du nur eine Übung hättest, um die komplette Rückseite zu trainieren, mag ich den ADL. Ja. Das ist von Traps über Lat, der nämlich stabilisieren muss, Das damit die ist. Stange nicht abpascht. Der untere Rücken Abpascht. natürlich. Ja, Abpascht. 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 Abhaut. Ab. Wegfliegt. Nein, es ist Über eigentlich. Glutes natürlich, über Hams, ja. Waden machen sich ja irgendwas. Es ist eigentlich ultra geil. Ja, Ja, unglaublich geil. so. Das heißt, du hast mehr Hunger heute und. Ich hab ja jetzt schon wieder Hunger. Also, ich habe erst vor kurzem gefrühstückt und wirklich überlegt, ob ich jetzt nochmal vor einem Podcast was esse. Aber du hast dich entschieden zu fasten. Ich habe. Genau, ich habe mich entschieden, jetzt eine Stunde zu fasten, um die Autophagie zu triggern. Das Thema unserer heutigen Podcast-Episode ist nämlich Fasten. Warum? Weil Fastenzeit angebrochen ist. Also am Also, Dienstag war Faschingsdienstag, das heißt am Mittwoch war Aschermittwoch und somit der erste Tag der Fastenzeit. genau. Ja, und du hast schon Fragen bekommen dazu. Die Frage ist, ob wir jetzt schon einsteigen oder ob wir noch kurz zum Wir Heiern und der müssen, Woche ich gehen, würde gerade weil sagen, wir das gehört müssen dazu, das oder? Hai und Lo der Woche Ja. bringen, ja. Ich starte. Ja. Mein Hai der Woche ist, dass ich, und ich habe es da neben mir stehen, ich darf es jetzt, I proudly present mein MacBook. Oh. Ich finde das eigentlich oft eher affig, wenn man so irgendwas kauft und dann sagt, das war ein Hai. Ja. Aber es ist halt das Arbeitsgerät. Ich Ja. meine, als Online-Coach, wieso habe ich jetzt so Ja, Online-Coach. ja furchtbar. Was ist da alles? Also, Arbeitsgerät. für alle, die jetzt nicht zugeschaut haben, ich habe gerade, das heißt Gänsefüßchen, oder? Gänsefüßchen auf Deutsch, ja. Gänsefüßchen bei Online-Coach gemacht und ich weiß nicht wieso. Das müssen wir jetzt nicht. Ich glaube, ich nehme mir manchmal so meine. Nein. Ja. Es ist halt, ist natürlich das Arbeitsgerät. Ja, also du greifst dieses Ding wesentlich mehr an als Als mich. dich, Ja. ja. Also ja, da kann man schon mal froh sein, wenn sich das dann gut angreift, wenigstens. Stimmt. Also da ist es dann natürlich wichtig, dass sich das gut anfühlt. Na, ich habe bis jetzt immer mit Windows-Geräten gearbeitet, habe aber eigentlich schon seit der ersten Generation ein iPhone. Und irgendwie haben wir gedacht, man könnte da vielleicht diesen Prozess, weil man natürlich, ich glaube heutzutage eh jeder, auch relativ viel am Phone arbeitet, ja, kann man diesen ganzen Prozess ein bisschen, den Workflow sozusagen ein bisschen verbessern und smoother gestalten. Also das ist auf jeden Fall ein High, weil das Gerät hardwaretechnisch sehr cool ist und ja, es mir sicherlich langfristig ermöglicht, gut und effizient zu arbeiten. Ich glaube, das Low ist, dass ich nur ein bisschen mit der Bedienung kämpfe. Ja. Ich bin als Langzeit-Microsoft-User ist man einfach gewisse Dinge gewöhnt und muss mir da jetzt ein bisschen umstrukturieren. In den ersten Check-ins war es, glaube ich, schon merkbar, dass ich ein bisschen gestruggelt habe mit dem Verschieben von Fenstern und ja, solche Dinge. Aber ja, Ja. ist, glaube ich, ein ganz gutes Investment, um ja, einfach gut, schnell zu arbeiten, Videos zu bearbeiten und wer weiß, was noch alles kommt, wenn wir dann vielleicht vollkommen ins YouTube-Game einsteigen, dann werden wir ganz viele Videos bearbeiten müssen. Ja. Ja, ich meine, das zahlt sich schon aus. Also wenn man die ganze Zeit, den ganzen Tag auf dem Computer arbeitet oder mit dem Computer arbeitet, dass die Hardware schnell ist, weil ja, jede Rechenoperation, die, keine Ahnung, 10 Sekunden dauert und du machst sie ein paar Mal am Tag, das summiert sich halt, ja. Das stimmt und es fällt einem dann oft nicht mehr so auf. Also es ist dann eher so aufgefallen, wenn du neben mir gestanden bist und gesagt hast, okay, das dauert jetzt aber schon Ja, ziemlich lange. ja. Also man gewöhnt sich ja an vieles und ich Ja. bin jetzt generell nicht der Typ, der für Technik so gern so recht viel Geld ausgibt. Nur man muss ja da immer überlegen, wie lange man die Geräte Sagt die hat. Frau mit dem relativ neuen iPhone, mit dem Du sagst Aura-Ring, relativ mit neues dem iPhone. neuesten Mein Kindle. iPhone. Moment, Moment. Mein iPhone ist, glaube ich, schon Na, stimmt. drei, vier, vier Na. Jahre? Drei Jahre ist Nach Kalifornien. ja. 2019 Herbst. 20 Herbst? Na. Na, 2019 Herbst. Ja, genau. Also 3 Jahre. Drei Jahre. Drei Und Jahre, ist meint schon über vier. 3 Jahre alt. Und
was habe ich sonst noch? Ja, den Kindle hast mir du zu Weihnachten geschenkt. Das den hast du so gewünscht. Ja, den haben wir gewünscht, aber das war das beste Investment. Das war wirklich das beste Investment, nämlich ein Kindle mit Backlit Kindle, ja, weil ich so gern im Bett lese. Ja. Und das generell, also der ist super, der ist wirklich spitze. Den hat sie noch nur einmal aufgeladen bis jetzt, nämlich zu Weihnachten. Du liest täglich. Ich lese täglich, ja. Du liest täglich, aber, so eine Viertelstunde. Man muss aber dazu sagen, ich lese täglich. Den Kindle, den benutze ich nur im Bett. Ja, ja, eine Viertelstunde täglich, ja. Oder? Ja, genau. Sagen. Ja. Viertelstunde täglich, aber trotzdem ist beachtlich. Jetzt haben wir Anfang März das bekommen, Ende Dezember. Aha. Und hast den wirklich im Einsatz gehabt die ganze Zeit. Na, der ist wirklich spitze. Also, ja, also na, bin ich wirklich begeistert. Ja, so. Ja, Was ist dein? Ein Low der Woche? Ja, das, naja, gut, ich weiß nicht, das Low... Generell ist da, ich glaube, der Ukraine-Russland-Konflikt ist, ja, überschattet eh einiges so generell. Also man merkt das auch wirklich, man merkt es ja nicht in der eigenen Stimmung, dass man sich überlegt, okay, irgendwie absurd, dass ich das tue, was ich immer tue, jeden Tag, ja, mein Leben weiterlebe und eigentlich in der nächsten Nähe, ja, geht es Leuten so schlecht. Ja, ja. Ja. Das ist immer wieder ein bisschen schwer zu verdauen. Ich merke das auch in den Check-ins mit Klienten. Und ich habe auch einige Klientinnen, die russische oder auch sogar ukrainische Wurzeln haben. Mhm. Und die sind da auch nochmal sehr, sehr stark involviert natürlich. Und, ja, ich meine, ja. Ich oder beziehungsweise wir beide verfolgen eigentlich beide so das Credo, möglichst wenig Nachrichten zu schauen. Ja. Weil meistens sind schlechte Nachrichten und das weiß man, das tut etwas mit einem. Mhm. Und keine News ist normalerweise so wichtig, dass ich permanent News schauen muss, ja, damit ich ja am neuesten Stand bin. Und meistens sind es eben schlechte Nachrichten, die ich noch dazu dann ständig bekomme. Das heißt, wir versuchen das wirklich zu vermeiden und werden dann oft von der Umgebung sozusagen, von unseren ja, Freunden oder von der Verwandtschaft irgendwie informiert, über das, was wirklich wichtig ist oder was die halt beschäftigt. Ja, ja, kommen so auf den neuesten Stand. Mit dem Ukraine-Konflikt geht es irgendwie nicht mehr. Ja, das ist so wie die Covid-Anfangszeit, da hat natürlich jeder die News geschaut und es war damals so und es ist auch jetzt so. Natürlich tut das was mit einem. Ne? Das, ja. Das schiebst du nicht einfach weg, sondern da hörst du, dass der Putin auf ein AKW geschossen hat und denkst du, okay, und vielleicht hätte ich doch Jod hamstern sollen. Ja, das ist absurd. Es ist absurd. Wir haben nämlich darüber gesprochen, dieses Jod-Thema, das hat bei uns beiden gleich mal ordentlich viel getriggert, weil, also vielleicht verstehen es diejenigen, die derselbe Jahrgang sind oder ähnlicher Jahrgang wie wir. In den 80ern geboren sind. Wir sind ja der Tschernobyl-Jahrgang, also 1986. Und ich kann mich erinnern, dass dieses Jod-Thema, ja, in der Volksschule so extrem präsent war, im Kindergarten, in der Volksschule. Mhm. Es ist immer darum gegangen, dort sind die Jodtabletten untergebracht und es gibt genügend Jodtabletten für die Klasse. Und ich weiß nur, dass ich mir als Kind immer schon gedacht habe, was ist mit diesen Jodtabletten? Das war so ein Thema, wo ich gemerkt habe, das ist auch wirklich von den Erwachsenen Angst besetzt. Ich habe das nicht verstanden, aber man hat eben diese Angst gespürt. Und niemand hat es verstanden, glaube ich. Aber Jod hat man gewusst, wenn man das hat, ist man safe. Ist man safe, ja. Also man hat irgendwie mitbekommen, die Erwachsenen, wenn es um das Thema geht, sind angespannt. Und deswegen Jodtablette ist wirklich immer klar Triggerwort, denke mal, Ahnung. Ja. Er gibt jetzt eh keine mehr, dementsprechend hat sich das Thema erledigt. Übrigens, ich muss das jetzt loswerden, weil ich mir, weil das Thema Jod ist nämlich sehr interessant, weil Salz ist ja Jod angereichert. Ja. Normalerweise, ja, also dieses normale Tafel-Speisesalz ist ja angereichert mit Jod. Jetzt haben wir in den letzten Jahren einen Hype erlebt, was diese Spezialsalze betrifft. Ja. Das Himalaya-Salz? Das pinke Himalaya-Salz und was weiß ich für Salze, ja, und totes Meersalz. Meersalz, genau. Und, genau. Und das Problem ist, die sind nicht mit Jod angereichert. Ja. Und ich habe mir nämlich letztens den Ernährungsbericht angeschaut vom Jahr 2017. Das ist der letzte große Ernährungsbericht. Für Österreich. Für Österreich, ja. 2021 hätte es einen geben sollen, aber der ist, glaube ich, aufgrund von der Pandemie nicht gemacht worden. Oder vielleicht kommt der noch, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall haben viele Leute einen Jodmangel und das kann eventuell auch darauf zurückgeführt werden, dass Leute nicht mehr mit normalem Basic Tafelsalz, Speisesalz salzen. Mhm. Ist spannend, wollte nur einwerfen, weil es
Das heißt, man zahlt mehr Geld für fancy Salz, ja. Das nichts anderes tut, wie salzig zu sein. Genau. Und hat dann halt auch kein Jod, das heißt, man schadet sich eigentlich. Richtig. Aber es kostet mehr Geld. Ja, ja, und man kriegt es im, und es ist im Reformladen. Man kriegt es im Reformladen und es ist pink und man hat das Gefühl, man isst gesünderes Salz, was ja. auch immer das bedeutet. Ja. Wenn man gern salzig isst und ein schlechtes Gewissen hat, weil man eh immer zu viel salzt, dann wenigstens das vom Pinke. Himalaya. Ja, also der Absurdistan hat da halt wieder mal zugeschlagen. Irgendwie schon, ja. Okay, ja, also Low haben wir erwartet. Dann mache ich noch meine Highs. Ich fange mit Low an, weil das High fällt mir gerade nicht ein. Low ist mein liebstes Hündchen. Hat zweimal mit Scheiße zu tun gehabt diese Woche. Einmal, weil sie reingeschissen hat. Ja gut, sie hatte Durchfall und hat halt einfach mal wieder mal einen Haufen gelegt auf, zum Glück eh nur dieses ja keine, Fußabtreter-Ding. Nicht viele Teppiche da herinnen, genau. Aber sie legt dann halt auf den Teppich. Präsentesten Teppich natürlich auf die beste Stelle den Haufen hin. Aber das ist eh schon so ein Teppich, der ist eben für den Hund dort hingelegt und von dem her ist es okay. Aber ist okay. Ja, immerhin. Ja, man, sie könnte es ja auf den Kuhteppich da hinten legen. Also wir haben einen Teppich, der ausschaut. Man sieht es eh leicht, ja. Also ein Fleckerlteppich. Genau. und heute hat sie, also wir glauben ja, dass sie wieder läufig wird, weil da wird sie immer ganz komisch und sie kuschelt mehr und sie fordert irgendwie schon fast ein bisschen gewaltsam diese Kuscheleinheiten ein. Vor allem bei dir. Ja, das ist schon, das gleicht einer Vergewaltigung. Also sie drängt sich irgendwo so durch den Ellbogen oder durch den, ja. die Achsel durch, ja, und ja, fordert halt wirklich ein, dass man sie streichelt. A Perpetrator, ja. Und sie hat sich auch eingeduftet, also sie hat ein Bad, sie hat ein Bad genommen in Dünger, in das, was nicht gut riecht, also ja. Auch wahrscheinlich Scheiße. Fäkalien. Hoffentlich eines Tieres. Und so hat es halt begonnen. Also ich bin dann heimgekommen, habe die Leine abgenommen, habe schon gedacht, oh Gott, warum stinkt die Leine so? Und dann hat mein Finger gestunken und sie hat auch gestunken. Und ja, ab in die Badewanne, dann habe ich mal eine Viertelstunde... Das war heute, ja. Also mal eine Viertelstunde ja, gebadet, beziehungsweise geduscht eigentlich und kamponiert. Ich war gerade nicht zu Hause. Man riecht nichts zumindest. Ich glaube, es hat funktioniert. Ja, sie steht, also alle, die YouTube schauen, sie steht hinten und wedelt mit dem Schweif. Genau. Ja. So. Ja, das war mein Low, mein High. Was ist der High? Nicht wirklich ein High. Ich habe mir einen Friseurtermin ausgemacht. Das war eigentlich ein High. Ich hätte fast einen Friseurtermin gehabt. Ja. Nur leider ist mein Friseur krank geworden. Dann wieder Low. Aber ja, ich werde nächste Woche zum Friseur gehen. Also alle, die zusehen, so werde ich nicht mehr lange aussehen. Ja, also die langen Haare, glaube ich, sind eher abgehakt, oder? Ja, ich bin noch nicht. Also ich glaube, ich werde die Länge behalten und einmal nur eine Fasson machen lassen. Eine Fasson? Ja. Ja, okay. Na, ich bin gespannt, ja. We will see. We will see. Gut. Auf ins Thema. Nach 18 Minuten, das geht eigentlich. Normal haben wir 20 Minuten. Echt? Wirklich? Den Screensaver ging an. Die Statistik da schon im Hinterkopf. Ja, Thema Fasten. Ich meine, wir haben eh schon gesagt, wir kommen drauf, weil natürlich jetzt in der, sagen wir, in der römisch-katholischen Kirche die Fastenzeit angebrochen ist. Und ich mich auch gleich eigentlich am Mittwoch mit einer ehemaligen Kollegin unterhalten habe und die hat mir schon gesagt, ja, sie ist jetzt schon, hat schon begonnen mit dem Reisfasten. Ja, also eine Woche, glaube ich, Reisfasten. Was genau tut man da? Also so ganz genau habe ich es auch noch nicht durchblickt. Also sie hat zuerst gesagt, sie macht eine Fastenwoche oder eine Fastenkur. Und ich habe gesagt, okay, wie viele Tage und gar nichts essen. Und sonst gesagt, nein, man darf schon essen, man darf Reis mit Gemüse essen anscheinend. Ich weiß jetzt nicht, wie oft am Tag, ja, aber darf man. Und am Abend gibt es dann halt, glaube ich, so einen gemeinsamen Zoom-Call, um sich vom Essen abzulenken. Also, das ist ein Mindset-Call. Ja, also Mindset-Call. Aber man isst eigentlich man isst wie ein Asiate. Naja, Protein ist halt keins dabei. Na, aber ich meine, also ich sage jetzt einmal, nicht besonders reiche Bevölkerung, asiatische Bevölkerung, ja, mit Reis, mit Gemüse essen, oder? Ja, das stimmt. Wie viel Fleisch wird dabei sein? Das stimmt, ja, Fleisch ist halt ein Luxus, oder Protein ist halt oft ein Luxusgut, sage ich mal. Ja, schon. Das stimmt, ja.
Also wie so ein asiatischer Farmer ist man Im dann. Prinzip vielleicht, ja. Ich weiß jetzt nicht, wie oft und ob das irgendwie reglementiert ist, keine Ahnung. Spannend. Auf jeden Fall war das für mich so der Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, frage ich jetzt mehr nach, ja, warum macht sie es? Und ich glaube, das ist auch so gleich der Punkt, der oft für uns so ein bisschen triggering ist, weil man das bekommt man natürlich auf dem Bekannten- und Verwandtenkreis mit. Also so Fastenkuren sind ja durchaus, sage ich mal, in, so Hip. Basenfasten, Heilfasten, das klingt natürlich besonders gut, muss man auch sagen. Heilfasten klingt besonders toll. Nur irgendwie hat man halt doch den Eindruck, und ich glaube, der täuscht nicht, dass die Leute natürlich, dass der primäre Grund oft schon ist, dass man einfach abnehmen will. Ja? Also, dass man eigentlich sich denkt, okay, das ist eine kurze Zeit, wo ich jetzt ein bisschen Gewicht loswerde, Körperfett loswerde, und dass eigentlich das primärer Grund ist. Und Also ich habe eben noch nie gehört, dass jemand auf eine Fastenkur gegangen ist und danach nicht froh war, dass er das Gewicht verloren ja. hatte. Oder extremer vielleicht sogar, dass man irgendwie Fotos von vor der Fastenkur sich anschaut und nach der Fastenkur und dass man, dass dann die Aussage kommt mit, na, ist schon gut, dass ich die Fastenkur gemacht habe. Ja. Also ja, es steckt glaube ich schon immer das Abnehmen dahinter. Und ja, also da gibt es ja unterschiedlichste Arten. Da gibt es eben, wie du gesagt hast, Heilfasten, Fastenkuren, Detox, Saftkuren, Richtig, whatever. ja. In Fitnesskreisen ja durchaus auch beliebt. Also Intermittent Fasting hat vor über 10 Jahren, glaube ich, so den größten Hype erlebt, wo es geheißen hat, okay, nein, du brauchst keine 7 Mahlzeiten als Bodybuilder, sondern du kannst mit Intermittent Fasting auch Muskeln aufbauen und sogar Fett verlieren. Was heißt das? Das ist ja ein Fastenfenster. Es heißt, das Fastenfenster ist innerhalb eines 24-Stunden-Tages. Also zum Beispiel das bekannteste ist 16 zu 8, 16 Stunden Fasten, 8 Stunden Essen oder, wie man auch dazu sagen könnte, einfach nicht frühstücken, ja. Ja, Frühstückskippen für die meisten Frühstückskippen Leute, die für die heute jetzt meisten nicht sehr Leute. spät Abend essen, ja. Ja, und da gibt es so Ausprägungen wie Alternate Day Fasting gibt es, also sprich einen Tag essen, einen Tag nicht oder Stop Eat, Stop. Na, Eat, Stop Eat. Eat, stop, eat. Eat, Okay, was Stop ist Eat. das? Das kenne ich nicht. Naja, das ist auch nur ein Weg zu sagen, es gibt ein Buch, das heißt so, Eat, Stop Eat, aber letztendlich geht es um Fastentage innerhalb einer Woche. 1 bis 3 komplett Fastentage innerhalb einer Woche. Und weil ich das früher nur kenne, ist die Warrior Diet, das ist auch so ein Fastenprotokoll, wo aber die ganzen Fastenanhänger sagen, das ist nicht wirklich Fasten, weil man isst nämlich über den Tag schon Gemüse und vielleicht auch Protein. Und am Abend gibt es ein großes Meal. Ja. Ah, okay. Also das ist mehr so über den Tag wenig und am Und Abend dann der Feast. dann der Ja. Feast, Ja. ja. Also ja, urviel Protokolle Ja. und offenbar großes Interesse. Sowohl in der nicht trainierenden Bevölkerung wie Ja. auch bei Leuten, die versuchen, möglichst viel Kraft und Muskulatur aufzubauen. Ist sehr spannend, weil ich glaube, dass gerade dieses Intermittent Fasting Protokoll gerade bei den Leuten, die trainieren, so ein bisschen die Hoffnung geweckt hat mit, vielleicht kann ich auf magische Weise, obwohl ich in einem Aufbau bin, ja, oder Muskulatur zunehme, durch dieses Intermittent Fasting irgendwie vielleicht trotzdem shredded sein. Das Ja, war so eine Zeit lang, also ich kann mich erinnern, in dem Lean Gains. 2000, ich glaub, es war 2015, ja, wie ich mein Intermittent Fasting-Experiment mehr oder weniger gemacht habe. Und da war das so dieses, doch so immer die Magie dahinter. Ja. Ja. Also die Fastenfenster könnten ja dazu führen, dass man auf magische Weise weniger Körperfett aufbaut. Ja. Oder ja, eben wie du sagst, Lean Gains. Ja, ne, Ja. das ist ja tatsächlich, also Ist ja. Martin Berghain hat das ja im Prinzip populär gemacht. Der hat Lean Gains das als Buch, glaube ich, geschrieben, zumindest als Oh ja, Blog ich glaube, veröffentlicht. es Ich gibt glaube, es schon ist ein ein Buch, Buch ja. auch, ja. Und im Prinzip ist es Intermittent Fasting, nur hat es er hat populär gemacht. Und ja, das war so der Trick, um das ganze Jahr shredded zu bleiben. Ich meine, ich habe ja eine Theorie dahinter, warum gerade dieses Protokoll so interessant ist für Leute, die den ganzen Tag, das ganze Jahr shredded bleiben wollen. Weil de facto, wenn man trainiert, hat man mehr Hunger. Ist einmal so. Das ist Wenn richtig, ich ja. trainiere, habe ich mehr Hunger. Du hast vorher gesagt, wenn du nach der Freitagseinheit bist du am nächsten Tag hungriger. Das lässt sich nicht vermeiden. Du forderst etwas vom Körper, das heißt, der Körper will etwas zurück. Ja, der will Nährstoffe haben, um sich zu versorgen. Und man Den Hunger. reagiert viel sensibler darauf, wenn die Nährstoffe nicht kommen. Genau. Ja. Das heißt, den verspüren
alle, die hart trainieren, und wenn ich shredded sein will, habe ich hoffentlich auch Muskulatur. Wenn ich Muskulatur habe oder haben möchte, muss ich hart trainieren. Das heißt, diese Leute haben vermehrt Hunger und suchen noch einen Trick, wie sie diesen Hunger loswerden können, aber trotzdem nicht zunehmen. Nicht zu viel essen. Genau. Ja, kalorisch nicht genau. Über den... Und was ist der Trick? Naja, Hunger aushalten in Wirklichkeit ist der Trick, heißt es. Weil Lean Gains heißt nichts anderes wie Hunger aushalten. Wenn ich in der Früh aufstehe und kein Frühstück esse, habe ich vielleicht nicht sofort einen Hunger. Ja? Also ich bin auch jemand, der nicht sofort was zu essen braucht, wenn er aufsteht. Ja? Aber spätestens um 10:30, 11 beginnt der Hunger. Nur erlauben sich die Leute halt dann nicht zu essen, sondern essen erst um 1. Ja? Genau. Das heißt, sie halten dann noch 2 Stunden länger den Hunger aus und haben dann ein Essensfenster von 1 bis plus 8 ist 9. Ja. Nein, das ist richtig. Ich glaube, das ist es. Im Prinzip ist, Hunger aushalten. Jetzt ist halt immer nur die Frage, aber vielleicht kommen wir da später noch drauf zurück, ja? Was funktioniert das überhaupt? Ja? Unter welchen Rahmenbedingungen funktioniert das? Und was bedeutet das eben für die Energiebilanz, ja? Wenn ich auf sonst nichts schaue, nämlich? Ja? Also ich glaube, das ist der Grund, warum... Also ich bin gerade dabei, einen Blogartikel zu schreiben, und ich habe mal den Titel gewählt, weiß jetzt nicht, ob der so bleibt, aber warum du nicht fasten solltest, wenn du abnehmen willst. Ja? Also wenn Abnehmen im Vordergrund steht und wenn Fettabbau im Vordergrund steht, ist Fasten jetzt nicht das Mittel der Wahl. Also, und ich würde sagen, es gibt 2 gute Gründe, um zu fasten. Also ich sage mal, die für mich triftigen Gründe, um zu fasten, ist erstens einmal der religiöse Hintergrund natürlich. Ja. Also die Fastenzeit gibt es vor allem in der römisch-katholischen Kirche. Ich glaube, in der evangelischen Kirche ist die Fastenzeit gar nicht so, so präsent. Also ja, Ramadan wäre noch... Ramadan, ja, Yom Kippur, glaube ich, heißt der Fastentag im Judentum. Und im Hinduismus ist Fasten schon auch sehr... Also da gibt es jetzt keine einheitliche Fastenzeit, aber generell Essenszufuhr zu beschränken, ja, also nicht den Überfluss zu suchen und durchaus auszuhalten, gehört ja schon sozusagen auch zu diesem, also zu einem, ich sag mal, zu einem spirituellen Leben dazu. Asketisch leben. Asketisch leben, und das hat auch was für sich, ja, also das kann ich absolut nachvollziehen, wenn man mal sagt, okay, man möchte mal schauen, was passiert, wenn man was aushält. Ja? Ich meine, da kann man ja viele Dinge tun, und Fasten ist eins davon, wo man sagt, okay, etwas, was ich eigentlich eher als Bedrohung sehe, nämlich nicht genügend zu essen, was tut das mit mir, wenn ich das aushalten muss, was kommt da in mir hoch? Ja? Das sind ja, das finde ich einen guten Grund, warum man das macht. Ja? Und das, ja, das ist eigentlich Grund Nummer 1, sagen wir religiös, spirituell, diese Klarheit in Körper und Geist vielleicht zu erreichen. Ja. Und Nummer 2 ist, sind die Longevity-Effekte. Ja? Also es ist ja durchaus, und wir haben gerade vorher darüber gesprochen, wie viele Langzeitstudien es jetzt in dem Bereich gibt. Ja? Aber es dürfte, also Fasten dürfte auf jeden Fall zellverjüngende, der Hund attackiert mich gerade, aus... Ja, okay. Du unterbrichst mich. Ich komme aus dem Konzept. So. Ja, also zellverjüngende, gesundheitsfördernde, immunsystemfördernde Aspekte haben. Ja? Also es gibt ja dieses Konzept der Autophagie, heißt es. Das finde ich sehr spannend. Das ist ja ein Wort, das aus dem Griechischen kommt, und das Auto heißt selbst, und Phagie stammt vom griechischen Wort für Essen ab. Also wo sich Zellen sozusagen in diesen Phasen, wo es keine Energiezufuhr gibt, geht der Körper sozusagen auf Haltezustand und putzt einmal sozusagen da die Zellen durch. Ja? Das ist so das, was man sich vorstellt. Ne? Es ist spannend, dass das so heißt, weil de facto was passiert? Man hat ja alte Zellen werden recycelt. Also der Körper baut, es ist ein Abbauprozess. Eben, es ist ein Abbauprozess. Genau. Also eigentlich ist es ein kataboler Zustand, was es ja ist. Ne? Ja, also sprich, man hat einen Zustand, wo der Körper checkt, okay, ich kriege keine Nährstoffe. Wenn ich weiter funktionieren will, muss ich an mir selber knabbern, damit es weitergeht.
Genau. Und das tut er auch. Das tut er auch. Und das hat aber eben, also natürlich, das ist für einen Bodybuilder, wenn man hört, Katabolen, ne, furchtbar. Mhm. Aber was anscheinend passiert ist, dass halt alte und degenerierte Zellen wieder aufgeräumt werden, sozusagen. Mhm. Die werden dann recycelt. Ja? Mhm. Also wir können da jetzt nicht ins wahnsinnige Detail gehen, aber das dürfte was für sich haben und das Immunsystem dadurch stärken. Ja? Dadurch, dass einfach Zellerneuerung stattfindet und auch den Alterungsprozess bis zu einem gewissen Grad sozusagen entschleunigen. Ja. Also das sind Gründe, wenn ich sage, ja, ich mache das wirklich, und ja, da könnte man jetzt dann nur in die Krebsforschung hineingehen und so weiter, was natürlich, ja. Aber okay, das ist für mich absolut nachvollziehbar. Es gibt noch weitere Gründe. Das war nämlich ganz interessant. Also ich habe mir ein paar Studien rausgesucht, vor allem in, weil ich davon ausgehe, dass unsere Zuhörerschaft hauptsächlich trainierende Leute sind. Das heißt, ich habe mir Studien rausgesucht, wo Fasten bei ja, Gewichtssport, also Kraftsportlern sozusagen, untersucht wurde. Und interessanterweise haben es auch dort Verbesserungen von Gesundheitsmarkern festgestellt. Also wenn man davon ausgeht, dass Leute, die trainieren, einen halbwegs gesunden Lebensstil haben, dann würde man vielleicht nicht unbedingt erwarten, dass Fasten jetzt großartig etwas verbessert. Darf ich da ganz kurz einhaken, weil Jen, ich überlege mir manchmal schon, also Bodybuilding, richtiges Bodybuilding, wo ich... Und Massenphasen meinst du? Also Massephasen sind jetzt sicherlich nicht hypergesund, weil man den Körper dazu zwingt, dass er... Ja. Aber man weiß natürlich nicht, welche Studienteilnehmer das waren, wie die ausgeschaut haben und wie die so leben. Ne? Aber ich hätte mir erwartet, bei jemandem, der nicht übergewichtig ist, der regelmäßig Sport betreibt, der halbwegs einen aktiven Lifestyle pflegt sozusagen, dass man hier nicht großartig irgendwelche Auswirkungen findet, aber zumindest die Gesundheitsmarker, also sprich so Resting Heart Rate, die Gesundheitsmarker, die man in Blut Samples findet, Blood Samples findet, Blutbild findet, Blutdruck, all das hat sich scheinbar auch verbessert bei Leuten, die regelmäßig schon trainieren und jetzt per se nicht übergewichtig sind oder obese sind. Ne? Weil man kennt das natürlich schon von Leuten mit einem ungesunden Lebensstil oder mit einem sehr, sehr hohen Körperfettanteil. Da schlagen diese Marker sofort an, wenn du ein Fastenprotokoll ansetzt. Schlagen bei jedem Kaloriendefizit in Wirklichkeit an. Ja. Ich meine, ist halt immer die Frage, wenn man diese Studien heranzieht, ja, wer waren die Studienteilnehmer? Weil, wenn man jetzt überlegt, meistens oder sehr oft sind es ja College-Students, die herangezogen werden. Und selbst wenn die jetzt trainieren, ist halt die Frage, ob der Lifestyle an sich oder die Ernährung oder so halt hundertprozentig on point ist. Da muss man aber es waren 20- bis 30-Jährige. Ja, eben. Also, aber okay, es ist trotzdem immerhin, spannend. Das war ein Finding, das ich ganz interessant gefunden habe. Das heißt, ja, es gibt positive Effekte, abseits des Abnehmens nämlich auch, die nicht uninteressant sind. Auch etwas, was nicht nur anekdotisch, sondern auch in Studien nachgewiesen wird, ist, dass die Konzentration steigt, die Merkfähigkeit steigt. Das heißt, in diesen Fastenphasen scheint der Fokus stärker zu sein und ja, auch also man merkt sich Sachen auch besser, das heißt Lernen könnte hier geschärft werden. Ist es sehr spannend, weil ich kann das insofern nachvollziehen, also aus der Prep, wo man ja prinzipiell, man dadurch, dass man in einem Kaloriendefizit ist, gibt es auch relativ lange Fastenphasen. Also ich würde jetzt nie, also ich persönlich, nach meinen Erfahrungen, würde jetzt nie ein Fastenprotokoll fahren in einer Prep, aber natürlich hat man sehr oft Phasen, wo man einfach Hunger spürt, aber der Fokus, also Fokus an sich ist oft dadurch geschärft. Ja. Macht ja total Sinn, weil der Körper sagt, hey, du solltest Essen beschaffen, das heißt, du brauchst eigentlich jetzt guten Fokus, um jagen zu gehen. Ja. Und das ist aber auch genau das, was oft dann zu Schlafstörungen und so weiter führt, weil der Körper weckt dich dann auch schon früher auf und sagt, hey, du steh auf, ich bin in einem Defizit, geh jagen. Ja, ist tatsächlich so, dass Phasen in einem Kaloriendefizit oft die produktivsten Phasen sind, die man so hat, für eine Zeit lang. Also wo man quasi plant und genau weiß, welche Mahlzeit wann kommt, wie viele Kalorien und so weiter die hat, wo man sich um das im Vorhinein so viele Gedanken macht, dass es dann einfach klar ist, was man tut. Und ich glaube, ja, wie du sagst, also dieser Zustand des Kaloriendefizits sorgt schon nochmal dafür, dass man
erhöhte Produktivität in anderen Bereichen auch hat. Bis zu einem Punkt, wo es halt dann kippt natürlich. Bis zu einem Punkt, ja, nein, man darf nicht vergessen, wodurch wird das ausgelöst? Vermutlich durch Stresshormone. Und erhöhte Stresshormone auf einem ständigen Level, über einen langen Zeitraum, sind sicher nichts Gutes. Also ja. Natürlich, bei Fokus ist auch, also ist High Alertness. Ja. Man muss ja halt überlegen, was das eben für den Gesamtzustand bedeutet. Das bedeutet, du bist in der Zeit, ist der sympathische Nervenzustand sozusagen, also der sympathische Zustand des Nervensystems aktiv die ganze Zeit, also du bist die ganze Zeit eigentlich unter Stress. Mhm. Und das ist natürlich einerseits cool, weil man sehr produktiv ist, aber wenn es keine Phasen gibt, wo man mal keinen Stress hat, wird es über längerfristig natürlich wieder weniger gesund, sage ich mal. Also ja, spannend. Es hat also positive Effekte natürlich, oder kann positive Effekte haben, aber was Abnehmen an sich betrifft, ist es vielleicht nicht die beste Wahl. Ja? Mhm. Und warum? Also ich würde jetzt mal prinzipiell sagen, okay, ein Fastenfenster zu haben, oder ich sag mal, gehen wir jetzt mal von Intermittent Fasting aus. Mhm. Ja? 16:8. 16:8. Klassische Protokoll. Was hält einen davon ab, in den 8 Stunden mehr, also ausreichend Kalorien zu essen, um zumindest nicht abzunehmen, ja? Oder sogar mehr Kalorien zu nehmen, zu sich zu nehmen, um jetzt einen Abnehmerfolg zu erzielen. Das heißt, wenn ich nicht für diese Variable sozusagen kontrolliere, ja, kann es sein, dass funktioniert. Also gerade zu Beginn glaube ich, dass das bei ganz vielen Leuten, die schon gut genährt sind, also die nicht aus einer Diät kommen, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, die nicht ultra lean sind, die kein niedriges Körperfettlevel haben, glaube ich, dass das mal so als Kickstart gut funktionieren könnte. Und da wird automatisch, wahrscheinlich wird man weniger essen. Ja? Ganz sicher. Es gibt Coaches, die sich nur auf Männer spezialisiert haben, die sagen, sie nehmen gar keine Frauen, die sich nur auf Männer spezialisiert haben und sagen, IF, also Intermittent Fasting, is the way to go. Es ist einfach so simpel. Ja? Du streichst eine Mahlzeit, am besten das Frühstück, musst nicht über Essen nachdenken, hast nur 8 Stunden, wo du über Essen nachdenken brauchst, sozusagen, wo du Essen organisieren musst, und das funktioniert für die Leute, weil oft kommen die Leute aus einer Phase, wo die Essgewohnheiten all over the place waren, ja, also wo es einfach vielleicht keine geregelten Mahlzeiten gab, wo halt zwischen den Mahlzeiten auch irgendetwas gegessen wurde. Vielleicht gab es gar keine Mahlzeiten, sondern man hat in den Tag hineingegessen sozusagen. Ja. Und natürlich funktioniert das dann. Ja, das funktioniert sehr, sehr gut, weil wenn ich gewohnt bin, jederzeit Zugriff auf Essen zu haben und das auch zu nutzen, und dann habe ich es plötzlich nimmer, dann werde ich wahrscheinlich einmal zuerst meine alten Gewohnheiten weiterfahren und habe halt weniger Zeit, um meine alten Gewohnheiten unterzubringen. Genau. Und dann habe ich auch automatisch ein Kaloriendefizit. Ja. Also das kann ein sehr, sehr leichter Weg sein für eben Leute, die gut genährt daherkommen sozusagen, die müssen gar nicht übergewichtig sein, aber die schon länger keine Diät hinter sich haben und der Körperfettanteil halt ja, mehr als normal ist sozusagen. Bei denen funktioniert das ganz gut, weil es auch organisatorisch leicht ist. Ne? Das ist organisatorisch leicht. Easy. Ich finde es halt trotzdem kritisch. Ja? Also ich finde es schon mal spannend, dass das nur sozusagen dann für Männer angeboten wird. Das macht nämlich absolut Sinn. Ich würde nämlich dann gerne im Verlauf nur auf das Thema Frauen, Fasten und ja, weiblicher Hormonhaushalt, Verlust der Periode und so weiter zurückkommen. Also das ist ein großes Thema oder ein wichtiges Thema in dem Bereich auch. Aber was ich halt kritisch sehe, ist, wenn man nicht darüber aufklärt, dass das trotzdem deswegen passiert, weil man immer ein Kaloriendefizit ist. Ja? Das funktioniert ja nicht, weil man 16 Stunden nichts isst, sondern weil man insgesamt weniger isst. Na, warte, ich habe das aufgeschrieben. Fasten überlistet das Gehirn und lässt einen mehr abnehmen, als wenn man einfach nur weniger essen würde. Das ist ein Trick. Das ist ein Bullshit-Trick. Ja? Das geht lang gut bis zu dem Punkt, wo man wirklich hungrig wird, ja, wo der Körperfettlevel niedriger wird, wo Leptin und Ghrelin schon irgendwo sind, und dann wird man einfach in diesem Fastenfenster, in diesem Essensfenster mehr essen. Aber das ist ein bisschen so die Hoffnung, ne? den Metabolismus auszutricksen, dadurch, dass man lange Fastenfenster hat sozusagen, mehr Verbrennung im Prinzip schafft, also mehr Fettverbrennung schafft, ja. Ja, weil es ist ein Fastenfenster, wo man gar nichts isst, und da wird noch extra der Boost gezündet. Das ist die Vorstellung von den Leuten. Es ist ganz viel im Kopf drin, es ist ganz viel auch in der Vermarktung von solchen Fastenkuren.
ist ja, man hat ja die Vorstellung einer Reinigung. Ja? Mhm. Und ich finde es sehr spannend, wie das Ganze. Ich muss gerade an den Broom denken. Und dann überlege gerade, wie es heißt. Moment, wie hat der Kasten? Colon Broom. Ich habe auf Facebook eine Werbung bekommen, eine Werbeanzeige bekommen von einem Produkt. Ich, ehrlich gesagt, ich habe nicht hinterfragt, was das genau ist. Ja. Es heißt Colon Broom, ja, also Darmbesen übersetzt. Ja. Und es hat ein Testimonial daneben gegeben von der, ich glaube, Laura. Ja, ja. Also ein Bild einer schlanken Dame, ja, die Laura, die gesagt hat, ja, durch diesen Colon Broom, ja, hat sich ihr Darm gereinigt, ja, also sie ist ganz viel Müll losgeworden, Müll war das Wort, ja, Müll, und das hat ihr geholfen, gerade bei der Taille, ja, besonders gut abzunehmen. Und weil nämlich Müll sammelt sich immer bei der Taille an. Müll sammelt sich anscheinend bei der Laura, ja, im Darm an, also in den oberen Darmanschnitten so viel Müll an. Ja, die dürfte so lange Verstopfung gehabt haben, dass sie da oben so viel Müll angesammelt hat. Der Darmbesen hat ihr endlich ermöglicht, ja, diesen Müll loszuwerden, und jetzt ist sie erschlankt. Ja, und muss man ja sagen, die Metaphern sind ein Wahnsinn. Die sind großartig. Und das ist genau das, was man gerne hätte. Man hätte nämlich gern, und ich glaube, das ist wirklich dieses Ding auch bei den Fastenkuren. Es liegt nicht daran, dass man eigentlich zu viel frisst. Entschuldigung, dass ich jetzt dieses Wort nehme. Ja, ich muss mich jetzt gerade aufregen. Ja. Also das Problem, dass Leute übergewichtig sind oder mehr drauf haben, als sie wollen, ist nicht, dass sie zu viel fressen, sondern der Darm funktioniert nicht so, wie er soll. Ja. Und der wird einfach diese Schlacken und Giftstoffe nicht los, wo ich mich frage, was ist das? Ja. Es ist halt einfach Darminhalt. Ja. Ich nehme jetzt bewusst nicht das Wort. Ja, egal. Ja. Auf jeden Fall, ja, okay, klar, wenn ich verstopft bin, ja, und schon Tage nicht mehr am Klo war, wird auch die Waage mehr Gewicht anzeigen. Jo. Das Ding ist halt nur, man muss sich dann halt das weiter überlegen, was bedeutet das? Mein Darm ist gereinigt, deswegen bin ich nicht erschlankt. Was ist mit dem Körperfett? Das hat nichts, das ist ja nicht im Darm. Ja, das hat ja keinen Zusammenhang. Aber ja, so Frühjahrsputz, Besen, also diese Bilder im Kopf sind großartig. Die sind großartig, und das hätte man gern. Man hätte eigentlich gern dann dadurch, man erhofft sich, dass man dann durchgeputzt ist. Durch dieses Durchgeputztsein funktioniert man endlich wieder und nimmt nicht so grauslich zu von dem, was man isst. Ja klar, weil der Müll ist weg, das heißt, das, was man jetzt dann wieder nach isst, das geht besser durch. Das geht besser durch, ja. Und dann hat man keine Fettansammlung. So funktioniert es halt physiologisch also nicht. Für alle, die noch etwas verwirrt sind, wenn wirklich die Verstopfung so extrem ist, dass da wirklich sich Müll ansammelt, dann bitte ab ins Krankenhaus, die wird es reißen nämlich. Da brauchst du keinen Darmbesen, da brauchst du unbedingt einen Einlauf. Ja. Vielleicht ist der Darmbesen ein Einlauf. Ja, ich habe mich nicht damit beschäftigt, was das eigentlich ist. Ein Kercher. Okay. Vielleicht gibt es von Kercher einen Darmbesenaufsatz. Oder von Dyson. Nein, ich könnte noch weiter ausführen. Ich glaube, wir kommen zurück. Wir kommen zurück zum Thema, aber es ist halt sozusagen, das ist Überlisten. Wir sind ja beim Überlisten. Genau. Und gleichzeitig ist es nur dazu so, dass ich jemandem erklären kann, okay, ich gehe auf Fastenkur. Ich will eigentlich gar nicht abnehmen, ich will nur auf Fastenkur gehen. Also es ist sozusagen vorgeschoben, der Gesundheitsaspekt, wo es einem eigentlich ums Abnehmen geht. Und jetzt ist halt. Funny thing, abnehmen ist Ex-Hund. Also, abnehmen ist Ex-Hund, ja. Nicht für jeden. Nicht für jeden, nein. Also für Leute, die nicht ständig abnehmen, ist es gesund. Also die halt länger schon nicht mehr abgenommen haben. Aber bei allen, die in ein Kaloriendefizit gehen, verbessern sich die Gesundheitsmarker, wenn sie vorher eben schon gut genährt waren. Ja. Ja. Und ja, das heißt, ja, stimmt eh. Aber jetzt, es ist ja spannend, wir haben erst vor kurzem wir haben uns mit Freunden zum Abendessen getroffen und haben über das Thema Fasten und Health Benefits, also Gesundheitsbenefits von Fasten und Lebensverlängerung und so weiter gesprochen. Und das stimmt natürlich alles, aber ich glaube, auch hier muss man halt wieder vorsichtig sein und schauen, was ist Gesundheit oder halt im Gesamten sehen. Ja? Weil gerade Frauen, und ich kenne es von mir selber, und wir würden dann überhaupt gern so über die eigenen Erfahrungen reden. Aber auch anekdotisch kann ich sagen, dass sehr viele Frauen nicht gut auf Fastenprotokolle ansprechen und dass es
auch bei Männern, aber sicherlich mehr bei Frauen, dass Fasten oft ja wirklich diesen gegenteiligen Effekt hat. Von, also eigentlich faste ich, weil ich ja Körperfett oder weil ich Gewicht loswerden will. Was ganz viele Leute erleben nach solchen Fastenkuren zum Beispiel, ist, dass sie das Gewicht wieder zunehmen und eventuell sogar noch einen Sicherheitspolster drauf bekommen, was absolut Sinn macht, weil wenn der Mensch spürt oder wenn der Körper spürt, dass Fasten, dass eine lange Fastensphase da ist, ist das natürlich was Bedrohliches. Das ist ja der Grund, warum der Fokus geschärft wird und so weiter, weil der Körper will ja nicht, dass man verhungert und möchte ja dann wieder genügend Nährstoffe zuführen. So, jetzt natürlich, wenn dann Essen da ist wieder, wird er Signale ausschicken, dass man da halt möglichst viel isst, ja, damit man das sich wieder zurückholt und der Körper, wenn man das halt vielleicht über längere Zeit macht oder öfters macht, wird er auch signalisieren, ja, lieber doch nur ein bisschen mehr Körperfett draufpacken, ja, damit ich gewappnet bin für die nächste Fastenphase. Mhm. Das heißt, eigentlich tut man genau das, was man, oder man triggert genau etwas, was man eventuell nicht, was man nicht möchte. Ja. Also das ist etwas, wo man sich wirklich sabotieren kann. Kann, ja, in der Zielsetzung. Ich meine, du erlebst es ja jetzt nach der Prep auch, ne? Es ist ja immer noch so, dass du, dass der Körper dir signalisiert, hey, du isst lieber noch etwas, isst lieber noch etwas. Und wenn man nicht bewusst sagt, ja, ich weiß, dass mein Körper gerne mehr hätte, aber eigentlich reicht's, dann geht es ja schnell in eine Richtung, die man absolut nicht will. Nein, es würde sehr, es würde einfach schneller gehen. Es würde schneller gehen, ja. Ich glaube, dass man den Endpunkt steuern kann. Also ich glaube, also ich bin hormonell noch nicht hundertprozentig hergestellt. Ja. Mhm. Es geht in die richtige Richtung, aber ich bin noch nicht hormonell hundertprozentig dort, wo ich sein sollte. Was ich schon vorher gewusst habe, dass bei mir das relativ lang dauern wird, weil das, ja, ich habe es aus vergangenen Diäten sozusagen, oder ich bin, mein Körper ist ein Körper, und auf das kommen wir gleich zu sprechen, der hat extrem sensibel auf ein Kaloriendefizit reagiert. Ja. Und da ist nicht jeder gleich. Frauen reagieren darauf stärker. Auf jeden Fall glaube ich, dass mein Körper sich bei einem gewissen Bereich einpendeln möchte. Mhm. Ich kann nur steuern, wie schnell das geht. Man könnte natürlich sagen, okay, ich scheiß drauf, ja, und mache das so schnell wie möglich. Möchte wirklich aus, ich sage mal, aus Gründen meiner mentalen Gesundheit nicht machen. Und weil ich auch gleichzeitig natürlich mir schon überlege, okay, ich trainiere regelmäßig. Es ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ich aus dem ganzen Prozess, aus diesem Aufbauprozess mehr für meinen Körper ziehe, ja, auch was Muskelaufbau betrifft. Mhm. Ja, wenn man dehnt. Wenn man das dehnt, also wenn man das nicht ultra schnell macht. Ja. Aber ich merke einfach, er schickt mir nur immer relativ viele, oder es ist okay, ja, es ist okay, aber ich merke, ich bekomme Signale, obwohl ich jetzt momentan nicht track, ja, auf jeden Fall einen Überschuss zu essen. Also er möchte sich noch nicht da einpendeln. Also ich krieg, ist aber normal, ich track auch nicht. Ja. Also, dass der Körper mir signalisieren würde, nimm ab. Das wird nicht passieren. Nein, nicht nimm ab. Mit es 4 Tagen ein Level, es gibt ein Level, wo er circa gleich bleibt. Wo er circa gleich bleiben möchte. Wobei, durch hartes Training ist natürlich immer Variable dabei. Das muss man immer bedenken. Ja. Das gilt übrigens auch fürs Fasten. Ja. Also ich glaube, man muss da ganz, ganz stark unterscheiden zwischen Leuten, die trainieren und Leuten, die nicht trainieren. Ich glaube, Leute, die nicht trainieren, können mit Fastenprotokollen eher zurechtkommen und besser zurechtkommen als Leute, die trainieren, weil, wie gesagt, der Hunger oder Hungersignale und ja, dass der Körper halt nach Nährstoffen verlangt, ist halt bei jemandem, der trainiert, der am Vortag den Körper ordentlich disruptiert hat, sozusagen, wesentlich stärker. Ja, und das ist genau das Thema, warum eben oft auch gerade Frauen, aber das würde ich gerne am Schluss bringen, stärker darauf reagieren, weil das ja den Tag über schwankt. Also wie viel Energie du gerade benötigst, das ist ja nicht immer gleich. Mm. Und wenn du harte Trainingssessions hast, hast du Fenster, wo du einfach mehr Energie brauchst. Und wenn du gerade da fastest, kann der Hormonhaushalt durchaus schon nur durch solche kleinen Fastenfenster ordentlich durcheinander kommen. Also du sagst, selbst wenn es kein Kaloriendefizit ist, sondern nur Fasten plus Training würde schon reichen. Gibt es einige anekdotische Berichte? Also
Also das Beispiel wäre, um es in die Praxis zu übertragen, jemand macht 16 zu 8, mhm. also weibliche trainierende ja. Person macht 16 zu 8, skippt das Frühstück, geht in der Früh mhm. nüchtern trainieren, oder? Das ja. ist so, ich glaube, der Klassiker. Frühstück skippen alleine, wird schon reichen bei manchen ja. Frauen. Ja. Auch bei einem Körperfettlevel, wo man sagt, okay, das ist vielleicht sogar, sage ich mal, normal bis gut genährt. Chubby, ja, ja. Kann ausreichen, damit dass die Periode aussetzt, tatsächlich. Mhm. Soll ich vielleicht gleich auf das Thema eingehen? Ja, geh einfach. Ja, okay. Nein, ich nämlich dann jetzt ein bisschen, generell komme ja, ist es für mich ein wichtiges Thema, weil ich das einfach selber erlebt habe. Ja? Also vielleicht hole ich mal ein bisschen aus und ich glaube, es wäre dann auch ganz bei dir ganz interessant, weil du der Gegenpol bist sozusagen mhm. zu mir eigentlich, mhm. was das betrifft. Aber ich habe auch Intermittent Fasting probiert. Leider, allerdings, war das so ein On-Top-Geschehen. Ja? Und ich merke das sehr oft auch bei Frauen, dass zuerst kommt sozusagen die Diät, irgendeine Diät, ja? Dann wird vielleicht noch getrackt. Ja? Also irgendein Diätprotokoll, ja, vielleicht Low Carb. So. Mhm. Bei mir war es damals so. Ich habe begonnen mit Low Carb, mhm. dann habe ich angefangen, habe abgenommen, dann habe ich gemerkt, es verlangsamt sich der Prozess. Dann habe ich gemerkt, okay, ja, Energiehaushalt ist wichtig und habe getrackt, bin in ein Defizit sozusagen bewusst gegangen, habe weiter abgenommen. Super. Irgendwann habe ich gemerkt, verdammt, ich glaube, damals waren es 1700 Kalorien, wo ich gemerkt habe, jetzt geht nichts mehr weiter. Was mache ich jetzt? Ja, und jetzt habe ich sozusagen on top, habe ich mir gedacht, die Magie des Fastenfensters, ja, wird mir jetzt helfen. Und ich werde da jetzt wahrscheinlich magisch, obwohl ich nur 1700 Kalorien weiter ist, werde ich durch das Fastenfenster abnehmen. Was passiert ist, ist, dass ich sehr schnell die Periode verloren habe. Ja, also das ja. war dann wirklich innerhalb von, ja, ich glaube, einen Monat ja, war die Periode weg. Ich habe es damals nicht darauf zurückgeführt. Hm. Ja. Gleichzeitig erst auch mit dem Training begonnen. Hm. Ja. Und ich habe wirklich die Periode dann, glaube ich, eineinhalb Jahre habe ich keine Periode mehr gehabt, obwohl, obwohl ich dann schon mehr gegessen habe. Du hast lange, also nach dem Verlust der Periode hast du noch lange weiter gefastet, glaube ich? Hast du noch das Intermittent Fasting-Protokoll habe ich weiterhin genau. genommen. Es hat mich furchtbar fertig gemacht. Ich genau. kann mich nur erinnern, dass ich nämlich immer gefastet habe. Also ich praktisch kein Frühstück gegessen, in die Schule gefahren und dann erst nach der Schule, ja, ja. Sechste Stunde war ja dann so, also war um Viertel, also 13.15 Uhr aus, heimgefahren und dann den furchtbarsten Food-Fokus und Hunger schon gehabt, überhaupt, ja, also es war, das Hungergefühl war Wahnsinn. Ich habe dann auch schon teilweise das Gefühl gehabt, ich kann mich nicht mehr konzentrieren in der Schule, ja, also es war, am Anfang habe ich super Fokus gehabt und habe mir gedacht, ja super, ich habe mir das jetzt abgewöhnt, Frühstück zu essen, braucht eh niemand, ja, ist ja egal, ja, und ich komme mit mehr Fokus jetzt durch den Schultag, irgendwann war das vorbei, ja, und ich habe gemerkt, ich habe schon Tunnelblick, ja, und ich war wirklich schon genervt, gereizt, weil mir dann jemand aufgehalten hat am Weg aus dem Gebäude raus, habe mir gedacht, okay, jetzt Ich muss jetzt heim, ja, mein Fastenfenster ist aus, lasst es mich da aus. Ja, ja. Nein, furchtbar. Also das heißt, du hast nach dem Verlust der Periode einerseits das Fastenfenster weitergefahren, wahrscheinlich das Kaloriendefizit. Ja, ich glaube, ich habe dann getrackt, aber dann schon immer wieder ein bisschen loser getrackt. Das ja, heißt, das ja. ist absolut, das ist nichts weitergegangen mehr. Also dann haben wir auch schon zum Bingen begonnen, oder? Das war dann, genau, weil ich dann sozusagen aus diesem Extremprotokoll draußen war mit dem Tracken, habe mir dann schon immer mehr Ausrutscher sozusagen gegönnt. Mhm. Ja. Und gleichzeitig begonnen hart zu trainieren. Also schon sehr viele Sachen, die gleichzeitig auf den Körper genau. eingewirkt haben. Und letztendlich würdest du sagen, war es dann eine Kombination. War es dann, also die Kombination natürlich, aber auch die Dauer, oder? Von dem Ganzen. Es wäre wahrscheinlich auch ohne das Fasten so weit gekommen, dass die Periode ausgesetzt wird. Ich glaube, dass das Ganze das nur beschleunigt hat, dass der Körper dann wirklich den Shutdown schneller gemacht hat. Ja. Ja. Genau. Ja, also, und ich merke halt auch oft auch in Anfragen, ja, also von Klienten, dass oft ein ähnliches Thema ist, ein ähnlicher Weg ist, dass sozusagen Fasten, also dieses IF oder auch Alternate Day Fasting, ja, on top kommt, wenn das andere nicht mehr funktioniert. Und wenn eigentlich, man merkt, man ist schon diätmüde, versucht man da auf wundersame Art und Weise vielleicht dann noch durch noch mehr Kontrolle, also man sucht die Dinge, wo man noch mehr Kontrolle ausüben kann, da nochmal was weiterzubringen. Ja, oder versucht etwas, was bei mir dann wieder funktioniert. Ja. Bei mir funktioniert das Aktuelle nicht, also brauche ich den nächsten magischen Hack. Und so wird Fasten schon oft verkauft, ja, als eben, ja,
Metabolismus-Boost, ja, also der Metabolismus wird dazu angeregt, mehr Fett zu verbrennen und das ist natürlich das Gefährliche dann. Das ist das Gefährliche, weil das eben genau, wenn alles auf Shutdown-Modus ist, genau nicht passiert, ja, das wird genau das Gegenteil. Und ja, also das war der Grund, warum ich mich damals dann halt damit beschäftigt habe, woran liegt das jetzt, ja, und bin dann sehr viel recherchiert, der Lyle McDonald hat dankbarerweise zu dem Zeitpunkt das Women's Book herausgebracht, ja, ein irrsinniger Wälzer, ja, der mir aber insofern, also Wahnsinn, ja, also, das, keine Ahnung, wie umfangreich das ist. Ja, das war ein Schinken und er hat selber immer betont in dem Podcast, wie er sich selber dafür hasst, dass er begonnen hat, das Buch zu schreiben, weil er immer tiefer gefallen ist in den Rabbit Hole sozusagen. Also immer wenn er ein Thema angefangen hat zu recherchieren, sind 10 andere Themen entstanden, die er auch recherchieren hat müssen, um das ganze Picture zu zeigen sozusagen. Das merkt man auch. Also merkt man. Er holt am Anfang schon so arg bei der Physiologie aus und beim Hormonhaushalt und so weiter. Ich bin da wirklich weit durchgekämpft, auf jeden Fall bin ich auf dieses Konzept gestoßen der Energiebereitstellung. Mhm. Das ist schon spannend, ja. Das ist, weil oft wird es ja so verkauft, ja, dass es einfach nur am Körperfettlevel hängt, ob man jetzt sozusagen hormonell gesund ist oder nicht. Was oft auch ein Problem ist, wenn Frauen zu Frauenärzten gehen, habe ich auch damals so erlebt, und der Frauenarzt einfach drauf schaut, ihr hat die Person, also das ist sozusagen oft für die Ärzte der Marker, ist der Körperfettanteil niedrig, zu niedrig, oder ist der eh ausreichend? Mhm. Und wenn der ausreichend ist, sagen ganz viele Frauenärzte, ja passt, sie sind prinzipiell, es gibt keinen Grund eigentlich, warum die Periode ausbleibt, ja, oder warum halt der Hormonhaushalt nicht stimmt. Und das Konzept der Energiebereitstellung ist gerade für trainierende Frauen extrem interessant, weil es darum geht, dass diese Prozesse, die sozusagen die Sexualhormone oder die Sexualhormonproduktion beeinflussen, dadurch getriggert werden, dass zu gewissen Zeitpunkten zu wenig Energie da ist. Im Verlauf eines Tages. Ja, das kann bedeuten, dass du halt über mehrere Stunden einfach in ein Energiedefizit bist, weil harte Trainingssessions oder Fastenfenster oder sonst was und du zu dem Zeitpunkt einfach nicht ausreichend isst und das ist wie ein Warnsignal oder wie eine Alarmanlage, die losgeht, wo der Körper sagt, okay, ich merke, da ist irgendwas nicht ganz, da passt was nicht, da könnte Hunger drohen, da könnte eine Hungersnot drohen und es gibt einfach Frauen, die da sehr empfindlich sind und Frauen sind prinzipiell empfindlicher als Männer und ich habe mir das physiologisch, willst du noch was dazu sagen? Ja, ich will mal einhaken, weil das schon interessant ist, ne? Das heißt, es ist möglich, dass du gar nicht in einem Kaloriendefizit bist, über den gesamten Tag gesehen, im Durchschnitt gesehen, dass du vielleicht sogar leicht zunimmst. Ja. Und dennoch reagiert der Körper hormonell mit einem Shutdown, verweigert dir die Periode, was natürlich auch zu ganz vielen anderen Effekten führt, wie Wohlbefinden, wie Energie, Gesundheit. Swings, alles, Immunsystem. Weil einzelne Stunden sozusagen zu radikal in ein Defizit waren, nur einzelne Stunden und nicht der ganze Tag. Ja. Und ich finde das enorm, also das habe ich enorm interessant gefunden. Das wollte ich damals nicht wahrhaben. Ja. Ja. Es ist aber immer wieder aufgepoppt. Mhm. Ja. Ich glaube, es gibt keine großen Langzeitstudien dazu, das gibt es nicht. Es gibt nur sehr viel anekdotische Berichte von Athletinnen. Also es betrifft halt, das heißt auch Female Athlete Triad. Mhm. Ja. Das ist eben Training, Fokus auf Ernährung und Leistungsfähigkeit im Training und hartes Training und Ausbleiben der Periode. Mhm. Und das ist eben, wenn man eine Person betrachtet, das sieht man nicht. Und das ist, glaube ich, deswegen umso wichtiger, dass man sich bewusst ist, dass das sein kann, weil oft kommen dann eben Klientinnen, die eben, ich sage mal, die wirklich unzufrieden sind, gerade aktuell auch mit dem Körperfettanteil und trotzdem diese Tendenzen zeigen, weil eben über einen langen Zeitraum versucht wird, in ein Defizit zu sein. Mhm. Und dann kommt es eben zu diesen Binges. Ja? Also ich würde ja Fasten auf jeden Fall jemanden, der mal mit dem Thema Überessen, Binge-Eating irgendwie konfrontiert war, würde es überhaupt nicht empfehlen. Ja? Da kann die Zellerneuerung noch so toll sein. Man gerät da einfach wieder in einen Kreislauf hinein,
Und das ist dann nicht gesund. Deswegen habe ich vorher gesagt, okay, was ist gesund? Wenn ich jetzt hormonell nicht gesund bin, bin ich nicht gesund, aber wenn sie vielleicht in der Zeit meine Zellen selber aufessen. Ja? Das ist natürlich, also man muss abwägen. So ein Binge-Restrict-Cycle ist ja nichts anderes wie ein Fastenprotokoll in Wirklichkeit, weil du hast ein Essensfenster, wo du alles reinschaufelst, weil du zuvor restricted hast und danach restrictest du wieder, weil du ja schlechtes Gewissen hast, weil du gebinged hast. Ne? Das heißt, du gehst permanent in Fasten- und Überschussphasen, aber nichts Regelmäßiges. Und bist über den Zeit hinweg vielleicht nimmst du sogar zu. Ja, ja? Also das ist jetzt überhaupt das Böse dran. Ja, wenn du nicht zunimmst, dann verändert sich zumindest die Körperkomposition ins Negative. Ne? Ja. Also sprich, zu mehr Fett und weniger Muskulatur, weil die Energiebereitstellung fürs Training ist dann auch nicht da. Richtig. Es ist nicht unbedingt der anabolste Zustand, den man da hat. Ja. Das heißt, man will da wenig Muskulatur aufbauen. Das Training an sich ist ja auch ein Stressor, was dazu führt, dass hormonell der Shutdown beginnt oder anhält. Und das wird dann, also selbst wenn das Gewicht statisch bleibt, wird es eine Rekomposition ins Negative, Körperfett geben, ja, weniger Muskulatur. Ich würde vielleicht gerne noch zu die so. Julia hat gerade versucht, auf ihrem neuen MacBook den Touchscreen zu bedienen, nur leider hat er keinen Touchscreen. Das hat mir niemand gesagt. Ja, super. Ich habe mir wirklich die physiologischen Hintergründe dazu haben wir nochmal angeschaut. Es ist so, dass bei Männern, also muss ich ausholen, es ist gesteuert, oder was passiert, wenn die Periode ausbleibt oder wenn Probleme mit dem Menstruationszyklus da sind, ist, dass das, oh Gott, Gonadotropin Releasing Hormone, ja, GNRH, sozusagen aus der Balance gerät. Das wiederum wird gesteuert durch Kisspeptin. Mhm. Kisspeptin ist ein Molekül. Und Frauen haben prinzipiell schon mehr Kisspeptin im Körper als Männer. Was auch bedeutet, wenn das Kisspeptin sozusagen aus der Balance gerät, spürt das eine Frau eher. Mhm. Und das Kisspeptin wiederum reagiert oder ich sage mal, die Ausschüttung von Kisspeptin wird gesteuert durch Leptin, Ghrelin und Insulin. Also eigentlich die Hormone, die das Hunger- und Sättigungsgefühl steuern. Mhm. Das heißt, wenn Leptin und Ghrelin nicht passen, heißt das, es beeinflusst dieses Kisspeptin und dann beeinflusst das dieses GNRH. Und GNRH steuert dann letztlich die Ausschüttung von Östrogen, Progesteron und so weiter. Letztendlich ist schon, also es beginnt bei Leptin, Ghrelin, bei den Hungerhormonen. Im Prinzip, wenn die sozusagen... Und die sind ja immer dann off, wenn ich, ich sage jetzt einmal, wenig Regelmäßigkeit in meiner Mahlzeitstruktur habe, oder? Ja. Wenn ich mir oftmals mehr gebe, als ich brauche und dafür mich dann wieder beschneide in dem, was ich esse und zu mir führe, dann beeinflusse ich auch mein Hungerempfinden, dann ist der Hunger off, dann kann ich meinem Hunger nicht mehr vertrauen. Und das wiederum führt zu der Disbalance bei Kisspeptin und dann zu GNRH. Genau. Und okay. Männer haben anscheinend generell weniger Kisspeptin und reagieren hormonell nicht so schnell darauf. Ja. Ja. Also es ist nicht so ein Trigger wie bei Frauen. Und bei manchen Frauen ist es halt ärger als bei anderen Frauen. Und das bedeutet, man eigentlich, ja, so hat man Probleme mit der Periode, ja, also mit dem Menstruationszyklus, ist eigentlich sehr wichtig, regelmäßig zu essen. Also wirklich wenig Hunger zu verspüren, ja, also jetzt nicht Hunger zu forcieren, sondern wirklich regelmäßig zu essen. Da kann es wirklich hilfreich sein, kleinere Mahlzeiten häufiger zu essen, Zwischenmahlzeiten, und oft Frauen, die sehr hangry werden. Und die sagen, das macht was mit der Laune, wenn sie jetzt länger hungern. Mhm. Das ist oft ein Zeichen dafür, weil, ich kenne dieses Zeichen. Nein, es ist bei mir, ich weiß das auch selber. Also ich grase gern dahin. Ich habe schon mal gern meine Hauptmahlzeiten, aber das war immer schon so. Ja, ich grase gern dahin. Das ist, ich merke halt immer wieder, jetzt wäre schon wieder eine kleine Mahlzeit, wäre schon wieder angebracht. Und ich habe ja tatsächlich sogar bei der Strength Coach Diet damals, habe ich es geschafft, mit 1300 Kalorien, 1200 Kalorien, bin immer nur 5-6 Mahlzeiten gegessen, weil das für mich so furchtbar war, dass ich vielleicht zu lange Essensfenster dazwischen habe.
ich meine, irgendwann wird es halt unpraktisch. Ja. Also in der Contest Prep habe ich das dann nicht mehr geschafft. Also 4 Mahlzeiten war doch das Maximum mit meinen 1000 Kalorien, die ich noch gehabt habe. Es wird halt irgendwann unpraktisch und dann muss man, aber da weiß man ja ohnehin, man ist nicht gesund unterwegs. Das ist ja halt der Unterschied. Ja. Aber mir ist es halt sehr, sehr wichtig zu betonen, dass das eben nicht funktionieren muss. Und Thema ist jetzt nur mal das, wenn ich hormonell nicht gesund bin, ist es auch sehr wahrscheinlich, dass der Körper generell runterregelt und der Stoffwechsel, der ist jetzt nicht kaputt, ja, aber wird halt einfach langsamer und eigentlich tue ich mir nur schwerer beim Abnehmen, dadurch, dass ich dann längere Fastenfenster habe, was ja furchtbar ist. Ja, also das, ja, Stoffwechsel wird sicher langsamer, weil bei Frauen heißt es ja, sie werden wieder nicht gebärfähig. Genau. Werden das, effizienter. Das heißt, der Körper muss, wenn er wieder gebärfähig sein will, muss er irgendwie Energie sparen, damit sozusagen dieser Haushalt wieder ins Gleichgewicht gerät, damit man mehr aufnimmt, als man abnimmt und oder verbraucht. Ja. Und dementsprechend wird der Körper sich ja eher bei der Aktivität sparen. Also sprich, der wird dich inaktiver machen. Genau. Und dementsprechend auch deine Kalorien wieder senken. Und nicht einmal dadurch, dass du in einem Kaloriendefizit bist sozusagen, sondern allein schon, dass du ein Fastenfenster hast. Ja? Bei einem Kaloriendefizit kennen wir das. Ja? Jeder Körper reagiert so, früher oder später. Wenn das Kaloriendefizit anhält, wird der Körper inaktiver. Ist halt so, ja? Bei Mann und bei Frau. Aber das ist halt schon interessant, dass es allein durchs Fastenfenster auch schon diese Effekte zeigt. Ja, und es passt da sehr gut zum Thema Überessen und Binge-Eating. Also eines der ersten Dinge, das ich immer mit den Leuten im Coaching sozusagen anfange, ist, wenn diese Binge-Thematik da ist, diese Überessens-Thematik, wirklich mehr Mahlzeiten am Tag zu essen und regelmäßiger zu essen. Da ist oft sehr viel Widerstand da, weil man halt einfach Angst hat, weil man sich auch gern ja natürlich seine Kalorien dann für den Abend aufhebt. Ja. Das sind ja lauter so Dinge, die man dann erlernt. Man muss doch nicht einmal in diesem Binge-Restrict-Cycle drinnen sein, glaube ich. Also es gibt, glaube ich, viele Leute, die das kennen, die über den Tag 9-to-5 im Bürojob sozusagen total viel Stress haben, oftmals zum Mittagessen nicht wirklich Zeit haben, geschwind irgendetwas essen, zu wenig essen oder vielleicht sogar eine Mahlzeit skippen, weil geht ja, kann man ja, hält man einmal aus sozusagen und sich dann wundern, warum sie am Abend den Kühlschrank raiden. Und ich glaube, da muss man gar nicht so gefangen sein in diesem Diät und ich will abnehmen Zyklus. Das stimmt. Das trifft schon Leute, die gar nicht abnehmen als Ziel haben, die gar nicht die Körperkomposition verändern wollen, sondern die im Prinzip nur ein normales Leben bestreiten und sie aber trotzdem wundern, warum am Abend der Hunger so massiv zuschlägt, ja, und warum sie am Abend so reinstopfen in Wirklichkeit. Wo man dann glaubt, man braucht mehr Willenskraft. In Wirklichkeit braucht man halt oft einfach mehr Struktur. Ja, richtig. Aber das stimmt. Ja. Ich meine, man muss halt sich auch überlegen, es kann natürlich Fasten, kann so Dinge auch auslösen, mit denen man vielleicht nie konfrontiert war. Ja. Also ja, so wie eine Diät, das heißt auslösen. Ja, stimmt. Aber gerade dieses Alternate Day Fasting, ich weiß, das war so 0-1 Methode. Das war mal sehr populär, als ich nur in der Schule war und das hat ein paar Kolleginnen gemacht. Und das immer das Gleiche, am Anfang super begeistert und irgendwann hat es nicht mehr funktioniert. Ja. Also irgendwann war es so, dass sie gesagt haben, sie haben dann nur Scheiße gegessen an diesem Einstag. Ja? Also das ist ja auch gar nicht das Konzept. Man sollte ja, also das Grundkonzept, man sollte ja trotzdem sozusagen ausgewogen und gesund essen. Ja. Aber es passiert, also man kann dann dadurch hineinkippen, selbst wenn man nie damit Probleme gehabt hat. Ja. Und ja. Ja, ich meine, was noch passiert bei den Leuten, die sich quasi. Also dadurch, dass man sich in ein langes Fastenfenster begibt, begibt man sich ja zwangsläufig auch in eine Kohlenhydratarmut, ja, zumindest für diesen Zeitraum, was dazu führt, dass der Körper versucht, die Nährstoffe mittels Ketose sozusagen sich in den Blutkreislauf zu holen. Ich meine, die Ketonspeicher in der Leber werden entleert, das ist ja auch dieser gesundheitsfördernde Aspekt. Ja, genau. Eigentlich, ja. Ich meine, so schnell geht's nicht. Ja. Glykogenspeicher in den Muskeln und in der Leber, die bleiben schon einige Tage und wenn man, also man muss schon einige Tage gar keine Kohlenhydrate essen, bis man wirklich in die Ketose kommt, aber der Beginn der Ketose und der Umstellung, der ist trotzdem
glaube ich, immer da. Und man merkt es am ehesten, dass die Leute halt massiven Mundgeruch bekommen. Ne? Also das ist mir bei Kollegen oft aufgefallen, die das Protokoll verfolgt haben. Wenn man dann halt an irgendwas gemeinsam arbeitet und du weißt, der hatte einen 0-1-Tag. Aber das stimmt, ich habe das vergessen. Ich habe das nämlich auch gehabt. Also damals habe ich mir in der Schule gedacht, oh mein Gott, das habe ich schon selber gemerkt, dass ich mehr Mundgeruch entwickelt habe. Ja, wirklich. Schlimmen Mundgeruch nämlich. Also das ist echt so, wenn wir so jetzt sitzen würden, würde man es riechen. Ja. Und noch ein kleiner Nachteil vielleicht, das stimmt, sozial ein bisschen weniger fähig zu sein. Das habe ich nicht mehr gedacht. Ja. Ja. Das ist wahr. Ja. Also ja, das war das Thema Fasten und braucht gar kein Kaloriendefizit zu sein, um vor allem bei Frauen wirklich hormonell an Schaden anzurichten. Ich gehe mal so weit, dass das vor allem, wenn das Protokoll lange durchgezogen wird, bei Männern ähnlich ist. Also gerade was Hungergefühl angeht, was Sättigungsgefühl angeht, ich glaube, zu dem Punkt kommen alle, die das Protokoll lange genug durchziehen, dass das irgendwann off ist. Ich habe das ja längste Zeit gemacht, einfach weil es so faul war, mir ein Frühstück zu machen. Genau, das ist der Punkt, wo ich gesagt habe, der Marcel und ich sind wirklich extremst unterschiedlich. Ja? Während ich ultrasensibel auf Nahrungsmangel reagiere, ist der Marcel der Typ, der zum Essen, der vergisst darauf zu essen. Ja? Oder? Naja, sagen wir so, es ist eine Kombination aus sich keine Zeit nehmen zu wollen für, nicht unbedingt fürs Essen, sondern fürs Essen zubereiten. Mhm. Ja? Weil andere Dinge gerade wichtiger sind, plus auf Essen vergessen, wenn ich irgendwo vertieft bin. Also das ist so noch der Gamer-Lifestyle von früher, wo ich stundenlang durchgezockt habe. Und ja, beim Zocken vergesse ich, also habe ich damals auf alles vergessen. Heutzutage ist es auch nicht mehr so, aber damals war das so. Und ja, da habe ich super lange Fastenfenster gehabt. Ja. Und ja. Wie war das so eigentlich, keine Ahnung, bevor wir uns, also bevor wir uns kennengelernt haben, bevor wir zusammengekommen sind, so, das ist ja schon ewig, aber mit 17, wie hast du da eigentlich gegessen? Naja, wir müssen diese Folge mal machen, unser Leben vor Fitness. Ja. Nein, aber wie hast du da gegessen? War das auch so wahrscheinlich, oder? Sehr, sehr großes Mittagessen. Mhm. Also überhaupt keine Struktur gehabt und auch überhaupt nichts gewusst natürlich. Wie ist denn 17, 16-Jähriger, 15-Jähriger? Ich bin Kuchen gegessen. Ah, super, ja. Das war super. Nein, ich bin da früh, also meistens mir nichts vorbereitet, sondern in der Schule hat es den Bäcker gegeben und manchmal habe ich dann Hunger gehabt oder auch nicht. Je älter ich geworden bin in der Schule, also in der Oberstufe und so, dann immer mehr Hunger und dann haben wir dann meistens dann diese Fertigpizza geholt oder den Käsespitz oder so. Mhm. Das war das Frühstück. Und zum Mittag dann meistens irgendeine Fertigspeise, aber wirklich massiv viel davon. Also wer die kennt vom Hofer, diese 1 Kilo Lasagnen. Also Aldi Hofer, eine Kilo Lasagne. Sicher, ich meine, das war optimal. Die gibst du 45 Minuten in das Backrohr. So, währenddessen kannst du zocken. Ja. Meistens ist man trotzdem angebrannt, weil ich natürlich vergessen habe. Und dann isst du 1 Kilo Lasagne und dann geht es weiter mit dem Zocken. Also das war relativ effizient von dem Standpunkt gesehen. Vor allem habe ich dann bis zum Abend, also ich habe sehr lange keinen Hunger gehabt, wenn ich überhaupt am Abend noch Hunger hatte. Also ich habe oft das Abendessen geskippt. Wahnsinn. Also da komme ich her, ja. Aber du hast ja das bis zu einem gewissen Grad dann doch nur weiter übernommen, wie du mit Fitness begonnen hast. Ja, ich habe das insofern übernommen, weil ich ja wirklich noch immer noch faul zu bin, voll. Was Essenszubereitung betrifft. Also mich nervt Essenszubereitung immer noch. Ja. Deswegen, es gibt zum Mittag in den allermeisten Fällen zu jedem Tag eine Big-Ass-Salad-Bowl, weil die easy ist, weil die wirklich leicht zum Zubereiten geht. Da kippe ich Salat rein, da schneide ich eine Paprika oder da schneide ich zwei Tomaten, irgendeine Proteinquelle und koche mal einen Reis oder Nudeln und fertig ist. Ja. Das dauert 10 Minuten, maximal 15 Minuten und versorgt mich doch für eine gute Zeit. Und das ist so mein Standard-Recipe für mittags. Aber ich kann mich erinnern, du hast eben lange noch, oder wir haben vielleicht vor ein, zwei Jahren haben wir nur immer wieder darüber geredet, weil du kein Frühstück hast. Genau, und ich habe sehr, sehr lange Zeit kein Frühstück gegessen, weil ich, wie ich in die Arbeit gefahren bin, wollte mir nicht die Zeit nehmen, vorher noch zu frühstücken zu Hause. Das heißt, ich bin direkt ins Auto gestiegen, direkt in die Arbeit, direkt Mails checken und was auch immer. Und hatte immer Phasen, wo ich dann schon noch ein Müsli gegessen habe oder sowas in der Arbeit sozusagen. Mhm. Und habe dann auch viele Phasen gehabt, wo ich das nicht gemacht habe und bin dann ein bisschen früher Mittagessen gegangen. Ich habe dann meistens um 11:30 schon begonnen mit Mittagessen, auch wieder dann wirklich schon relativ
hart und sehr, sehr regelmäßig trainiert gehabt habe, das hat auch ganz gut funktioniert, weil mein Training war am Abend. Ja, das heißt, ich war da sehr, sehr gut gesättigt, weil Mittagessen um 12, großes Mittagessen, also ein Big Ass Salad Bowl, dann meistens ein Snack so gegen 4, 5 herum, großer Snack mit Eiweiß und gut Kohlenhydrate, dann direkt ins Training. Und das heißt, das ist okay, das kann man Ja, machen. Und am genau. Abend schon wieder ein großes Abendessen. Also unser Abendessen ist ja auch immer riesig eigentlich, ne? War. Aber ich glaube, was ich hinaus will, ist, du hast ja dann doch durchaus Probleme ja, damit gehabt mit Ja, dem sehr Lifestyle. lange nicht. Problematisch wird es immer dann, wenn die Aufbauphase, je länger die Aufbauphase geht. Also je mehr Kalorien du brauchst, um noch weiter in der Aufbauphase zu bleiben, sozusagen, desto problematischer wird es. Weil natürlich bei drei Mahlzeiten wird jede Mahlzeit schon ziemlich groß, damit du die Kalorien unterbringst. Also wenn du in einer Aufbauphase bist und Ja. vor allem nur wenn du ein Mann bist, der vielleicht Ja. eh schon einen höheren Verbrauch hat, Ja. wird es eigentlich schwierig, sozusagen dann bei drei Mahlzeiten alles Ja, unterzubekommen. verträgliche Mahlzeiten zu Ja, kreieren. Ne? nämlich gleichzeitig auch noch Mikronährstoffe hineinzukriegen, weil mit Gemüse und so weiter, das halt sehr erfüllend ist, wird wahrscheinlich schon Richtig, problematisch also das sein. war früher weniger das Problem, ein Kilo Lasagne. Ich würde mich heute auch einscheißen wahrscheinlich, wenn ich ein Kilo Lasagne essen würde, aber das liegt eher an der Laktoseintoleranz, die ich inzwischen angesammelt habe. Aber trotzdem ist es natürlich leichter verdaulich als ja, Kilo Gemüse, ne? Das muss man Ja, sagen. da denkt man immer wieder, wenn halt dann so kurze Essensfenster nur sind, muss man halt dann schon schauen, wie schaffe ich da jetzt sozusagen nur ausreichend Nährstoffe Ja. hineinzubringen. Weil, wenn ich meine 4 Portionen Gemüse, 2 Portionen Obst oder was auch immer ich für Guidelines mir gesteckt habe, Ja. die halt vielleicht Sinn machen vom Ja. Mikronährstoffstandpunkt oder auch Protein. Also gerade für Leute, eben, manche Leute strugglen damit, weil Protein so extrem sättigend finden und ja, also es sättigt ja auch mehr. Ja. Es kann leicht passieren, dass ihr dann eigentlich weniger Nährstoffe Also unterbekommt. problematischer wurde es immer dann, je mehr ich versucht habe, oder je mehr Gemüse, Obst halt zum Standard gemacht hat bei mir. Schon ewig her, dass ich die Umstellung hinter mich gebracht habe. Aber ganz, ganz, ganz früher war ich der typische Bro. Hauptsache Eiweiß, Hauptsache viel. Sehr viel Fertignahrung, sehr, und gern auch Leberkäse, Semmeln und Co. Ja, also Ja. Hauptsache ich, Hauptsache Energie. Fleisch bringt Fleisch, so auf die Art, Ja. ja. Und das funktioniert bis zu einem gewissen Grad ja auch, ja. Und irgendwann funktioniert es nicht mehr, also kommst du im Training halt nicht mehr weiter, weil der Körper dir aufgrund der fehlenden Mikronährstoffe auch die Energie nicht gibt. Tja, fürs Immunsystem sicher auch nicht super, Na, ich war ständig wobei krank. gleichzeitig wieder hast du ja dann durchaus auch Verdauungsprobleme gekriegt, eben mit diesen großen Mahlzeiten mit vielen Mikronährstoffen. Ich glaube, das Genau. ist auch was, was man nicht Wie ich übersehen die darf. Umstellung dann gemacht habe und halt ja, gemerkt habe, Gemüse tut mir grundsätzlich gut, ne? Aber dann halt große Mahlzeiten mit viel Gemüse hatte, hat das nicht immer gut funktioniert. Ja? Das heißt, die Verdaulichkeit ist dann nicht mehr gegeben. Und wenn du Verdauungsprobleme hast, kannst du überlegen, wie viele Nährstoffe du aufnimmst. Ja? Ich Das meine, wenn ist es durchrutscht, rutscht es durch. genau, Das ist halt. ja. Das haben wir erst letztens besprochen. Ja. Wenn Ja. jemand wirklich dauernd Magen-Darm-Probleme hat, weil er die Mengen nicht mehr hinunterbekommt, ja, oder weil eben die Mahlzeiten so groß sind, weil die Gemüseportionen so groß sind, Ja. dass man eigentlich dann ständig wirklich das durchrutscht, dass man ständig Verdauungsprobleme hat, glaube ich, ist man nicht im anabolsten Na, Zustand. Ja. sicher nicht. Also das. Sicher nicht. Abgesehen davon, dass man sich nicht wohlfühlt und Squats mit Verdauungsproblemen ist jetzt nicht das Beste. Überhaupt, wenn man wirklich zu, wenn man das Timing, sage ich mal, von der Mahlzeit, wenn man wirklich sehr voll oder mit einem starken Völlegefühl ins Training geht, hat man richtig das Gefühl, dass der Körper gerade mit der Verdauung beschäftigt ist und nicht so viel Energie für den Rest Stimmt, ja. aufwenden kann. Also dementsprechend habe ich dann schon wieder umgestellt. Das ziehe ich dann doch schon sehr lange durch, dass ich Frühstück esse und die Mahlzeiten etwas aufteile. Das heißt, ich bin von drei Mahlzeiten auf vier Mahlzeiten gegangen. Wobei ich dazu sagen muss, nicht immer halte ich die vier Mahlzeiten ein. Ich bin immer noch einer, Ich schimpf dann der. immer, weil ich denke, weil was so, bitte nimm dir Nein. ein Protein-Feeding noch zwischendurch, das schadet ja Na, nicht. der allermeiste Zeit halte ich es ein, aber es geht wiederum um den Aufwand. Ja. Es ist oft einfach zu mühsam, mir nochmal nach dem Ja Mittagessen, vor dem Abendessen noch es ist irgendwie. ja kein Ja, für Aufwand. mich Es schon. ist Für kein mich schon. Aufwand. Das ist Ich will halt get it going und das flex the Verstehen. task. Ja. Das Verstehen ist kein Aufwand. Da gehe ich hin und nehme eine Banane oder einen Shake und bin 2 Minuten Ja, fertig. wenn man vorgeplant hat, ist es alles kein Thema. Inzwischen tue ich das so gut wie möglich, weil ich erkannt habe, dass es halt auch der Verdauung wirklich hilft. Ja.
Aber ja, das war auch ein Balanceakt. Ja. Die Verdauung hat sich nicht von heute auf morgen verschlechtert, sondern das ist schleichend gekommen. Dann glaubt man, okay, das war die Laktose. Ja, war es eh auch, aber es waren auch andere Faktoren. Und das heißt, man muss da ein bisschen ja, sich bielen. Ja. Das heißt, einerseits sind natürlich die Fastenfenster vielleicht auch für die Verdauung oft gar nicht so schlecht, oder ich sag mal, dass der Oh, Darm mal super. Ruhe bekommt, Ja, ja. ja, ja. Nur wenn das dazu führt, dass ich da eine Riesenportion isst, Ja. Riesenportion, ja, mit allem, ja, dann wird es wahrscheinlich wieder tricky. Ja, also Richtig. es ist, deswegen ist es ja immer so, die Leute halten oft so stark fest dann an solchen Protokollen, aber man muss sie letztendlich anschauen, was funktioniert Ja, für die. verständlicherweise. Also, wie gesagt, das Protokoll hat ja auch funktioniert für mich. Also, ich hatte eine Zeit lang gar keine Probleme. Habe nicht gefrühstückt, habe riesen Mittagessen, relativ großer Snack und riesen Abendessen gegessen und das hat funktioniert und das war optimal für mein damaliges Leben sozusagen. Es hat da punkto Gains, habe ich da sicher nicht viele Abstriche machen müssen, weil ich war in einem genährten State, wenn ich trainieren gegangen bin, da war genügend an Nährstoffen im Blut, als dass ich da nicht wirklich Nachteile gehabt hätte. Ich habe ein riesen Abendessen gehabt, das heißt, ich war anabol unterwegs über die Schlafenszeit, sicher auch noch Das bis ist ja ins das, Frühstück ja. rein, also bis ins nicht vorhandene Frühstück, ja, und habe dann früher Mittag gegessen. Also ich glaube, an Optimalität hätte es mir da nicht gefehlt, das hat schon passt. Ja. Und irgendwann kam jetzt schleichend Verdauungsprobleme dazu und da muss man sich fragen, okay, Was ist jetzt sozusagen, wo ist der wo Benefit? ist der Wo Benefit? ist der Ja. größere Benefit? Ja. Genau. Und da festzuhalten, wäre dann schlecht. Was ich noch gemacht habe, wollen wir darauf eingehen vielleicht, das haben wir gesagt, ich habe ein paar Studien rausgesucht zur trainierenden Bevölkerung und Fasten. Fasten, ja, super. Fasten. Fasting oder Fasten. Fasting. Also wie gesagt, man will Lean Gains ist eigentlich, steckt so dahinter, deswegen ist Intermittent Fasting so groß Kannst du geworden. erklären, was Lean Gains bedeutet? Weil ich habe letztens Ja. die Rückmeldung bekommen, dass jemand unseren Podcast angeschaut Ah, hat okay. und ein paar Konzepte, also ich glaube einfach ein paar Begriffe Ja, nicht ja. und vollkommen klar waren. Na gut, Deswegen, ja. Lean Gains. Also, was ist Lean? Lean ist, ja, man ist nicht fett sozusagen, man hat wenig Körperfett. Man hat wenig Körperfett und viel, oder es geht viel Muskulatur eigentlich. Also Ja. Lean bedeutet, die Muskulatur sieht man sozusagen, Ist, ja. so, ja. Ja, man ist nicht Für nur mich schlank. ist auch ein zacher Marathonläufer ist für Ist mich Lean. genauso Lean, ja. Der hat vielleicht nicht so viel Muskulatur, Wurscht, aber aber man ist Lean. sieht's, ja. Und Gains, eh klar, Gains sind die, ja, Muskelzuwächse. Muskelzuwächse, Das genau. heißt, was man am liebsten hätte, wäre, wenn man Muskeln aufbauen würde, ohne Fett. Zache Muskulatur aufbauen Ja. würde. Ja. Und ja, das ist der heilige Gral, sage ich jetzt einmal. Ja. Wenn man nämlich nie Fett zunimmt, muss man auch nie abnehmen. Und wenn man nur Muskulatur zunimmt, dann wird man irgendwann Ultra-Hulk und hat es geschafft. Ne? Problem ist, man kann halt nur bedingt steuern. Wie kann man es steuern? Wahrscheinlich am ehesten durch die Proteinzufuhr und durchs Training. Ja, also, ja, wie man steuern kann, ist durch einen ja, möglichst nicht zu hohen Überschuss, aber genügend Überschuss, als dass man trotzdem Aufbau macht. Nicht so easy, ja. Und die Gefahr, dass man abrutscht und dass man den Überschuss zu gering wählt, ist definitiv real. Ja. Und dann geht nichts Dann weiter. geht nichts Oder weiter. sind dann doch größer und dann hat man halt diesen Fettgen, der natürlich Genau, auch ein genau. bisschen dazugehört, ja. Ja, vor allem ist dieses Spielen mit, also ich bin jetzt schon total fortgeschritten, ich brauche maximal, habe ich mir ausgerechnet und diese Berechnungen habe ich alle Gibt's? angestellt. Ich habe es auch versucht, ja. Ich habe es auch versucht. Und zwar, ich habe mir ausgerechnet, eigentlich müsste ich mit 150 Kalorien Überschuss pro Tag vollkommen lean aufbauen können und das muss auch reichen. 150 Kalorien sind genug, ja. Moment, der Laptop, aha. Ist er noch da? Sind wir noch hier? Ja, wir Ja. sind noch hier. Also 150 Kalorien Überschuss sind genug. Das bewahrt mich vor Fettgehen und bringt mir nur Muskulatur. Das war so mein Gedankenexperiment und auch ein bisschen gerechnet und geschaut, okay, wie viel Energie braucht es, um ein Kilo Muskelmasse aufzubauen? Was ist realistisch an meinem Ja, dann kann man Punkt? natürlich Wie seine viel baue ich eigenen auf? Daten auswerten, Genau, ne? genau. Ja. Alles gemacht. Die Scheiße bei der ganzen Geschichte ist, man ist nicht so gleichmäßig, wie man das berechnet. Ja, also man ist überhaupt nicht so gleichmäßig. Es gibt Tage, da brauche ich nicht 2700 Kalorien, sondern brauche ich 2500
500 Kalorien. Da funktioniert es dann ganz gut. Ja? Das heißt, ich habe dann, wenn ich den Überschuss mit 2850, also mit 150 Kalorien ansetze und ich esse 2850 auf diesem 2500er Kalorientag, geht es mir gut. Es gibt Tage, da ist genau das Gegenteil. Ja? Das heißt, ich bin an gewissen Tagen vielleicht sogar in einem Defizit, weil es ein 2900er Tag ist oder 3000er Tag ist, wo ich eigentlich 3000 150 brauchen würde, um im Überschuss zu sein, und ich gebe mir aber nur 2850. Und das heißt, du hast Katabole-Tage und du hast Anabole-Tage und die wechseln sich ab und du bist nie permanent anabol unterwegs. Und das passt jetzt total zu dem, was ich vorher gesagt habe. Das kann nämlich bedeuten, dass du zeitweise natürlich einfach in einem Defizit bist. Und wenn der Körper dann eben jetzt als Frau, wenn du als Frau Lean aufbauen willst, ja, ich kann das auch zum Shutdown führen. Und zugegeben, bei jemand, der im Büro arbeitet und der irgendwie einen sehr, sehr ähnlichen Lifestyle immer hat und wo es wenig Schwankungen gibt, werden diese Schwankungen klein sein, aber diese Schwankungen gibt es, die sind real, die sind da. Und sei es nur, weil du erhöhten Stress hast, ja, weil du mehr im Büro herumgehen musst, weil du vielleicht krank wirst, ja, weil der Körper plötzlich dir signalisiert, verdammt, ich muss da gegen etwas Oder weil du ankämpfen. emotional vielleicht irgendwo mehr Genau. gefordert bist, ja. Also Also diese Schwankungen sind real und die treffen auch Leute, die keine Bauarbeiter sind und komplett unterschiedliche Aktivität pro Tag haben, sondern das trifft genauso Büromenschen. Und dementsprechend sind Lean Gains extrem schwer umzusetzen. Meiner Meinung nach nicht wirklich umzusetzen. Ja, und Intermittent Fasting war halt so dieses Protokoll, das versprochen hat, dass man das schaffen kann. Der heilige Gral, man isst nur 8 Stunden und die anderen 16 Stunden fastet man und dann klappt das schon. Und dementsprechend gibt es einige Studien dazu, in der trainierenden Bevölkerung auch. Und ja, letztendlich sind sie sich alle recht einig, was den Fettabbau betrifft, nämlich 2016er Studie, 8 Wochen Studie also mit Männern als Probanden, die jeweils 5 Jahre Trainingserfahrung hatten. Eine Gruppe war Intermittent Fasting, eine andere nicht. Und ja, die Gruppe mit Intermittent Fasting hat tatsächlich sogar abgenommen, obwohl das nicht das Ziel war. Es war das Ziel eigentlich nur zu schauen, ob sich die Körperkomposition verändert, wenn die Kalorien gleich bleiben. Die EF-Gruppe hat es nicht geschafft, mit den Kalorien gleich zu bleiben. Die war leicht runter, hat dementsprechend abgenommen, hat Körperfettanteil gesenkt, keine Muskulatur verloren, weil Protein hochgehalten wurde. Also ja, toll, hat funktioniert, aber hätte halt mit einem normalen Kaloriendefizit auch funktioniert. Ja. Das war übrigens auch die Studie, die gesagt hat, interessant war, dass hier bei diesen sportlichen Mitte 20, 30-jährigen Männern die Gesundheitsmarker sich verbessert haben. Und das war ganz gut. Ja, später 2021 gab es eine Meta-Analyse, die mehrere solcher Fastenstudien zusammengefasst hat, die zu einem ähnlichen Ergebnis kamen. Also sprich, ja, mit Fasten kann man abnehmen, aber durchs Kaloriendefizit und nicht durch Fasten. Also wenn Kalorien gleich gehalten werden, dann ist es gleichwertig mit einem normalen Kaloriendefizit. Und dann haben wir herausgeschaut, okay, was heißt das eigentlich, wenn ich zum Beispiel Frühstück skippe? Also so dieses Beispiel mit, und ich habe einige Klienten, die das so handhaben, die sagen, ich muss das Training in der Früh machen, weil da habe ich das geringste Risiko, dass es sich verschiebt. Ja? Und dann habe ich es erledigt und es passt. Ja? Und was passiert, wenn ich das gleichzeitig sozusagen mit der Fastenperiode mache? Also sage, ich bin ein Intermittent Faster, esse kein Frühstück und gehe noch dazu auf nüchternen Magen in der Früh trainieren. Das ist recht spannend, weil hier habe ich eine 2019er Studie gefunden dazu, wo zwei Gruppen, die eine Gruppe hat gefrühstückt, die andere Gruppe hat nicht gefrühstückt und dann ist auf leeren Magen trainieren gegangen. Gemacht wurden 4 Sätze Squats, 4 Sätze Benchpress. Und die Gruppe, die nicht gefrühstückt hat, hat im ersten und zweiten Satz bei den Squats jeweils schlechter performt, weniger Reps geschafft. Ne? Ist eine recht interessante Geschichte, weil es nur in den ersten 2 Sätzen war und nicht in Satz 3 und 4 und könnte auf weniger Glykogenbereitstellung in den Muskeln zurückzuführen sein, weil vielleicht die Gruppe, die gefrühstückt hatte, sozusagen in den ersten 2 Sätzen schon ein bisschen Glykogen aufgebraucht hat und in Satz 3 und 4 waren es dann on par. Könnte eine Möglichkeit sein. Aber ich habe dann noch eine Studie gefunden aus 2020, wo der Placebo-Effekt von Frühstück oder von Pre-Workout eigentlich untersucht wurde. Ja? Also wie viel
wie viel bildet man sich sozusagen ein, dass das Pre-Workout meine Leistung verbessert. Ja. Und da gab es dann drei Gruppen. Die eine, es war auch wieder mit Frühstück. Die eine hat gefrühstückt, ganz normal, mit Kohlenhydraten und allem drum und dran. Die zweite hatte ein Placebo-Frühstück. Also quasi, also, es war flüssiges Frühstück. Es war genau. Flüssigkeit wahrscheinlich. Genau. Ja. Mhm. Flüssiges Frühstück, also Shake halt, der keine Nährstoffe hatte, sondern halt nur Placebo war. Die wussten es aber nicht. Ja. Und dann die dritte Gruppe hat nur Wasser zum Frühstück gehabt. Und interessanterweise, auch hier die fastende Gruppe sozusagen hat hier an Leistung verloren gegenüber der Frühstücksgruppe. Mhm. Aber die Placebo-Gruppe war on par, also gleich mit der Frühstücksgruppe. Das heißt, und die beiden Frühstücksgruppen, sowohl Placebo wie die mit den echten Nährstoffen, haben beide berichtet, dass der Hunger unterdrückt oder nicht vorhanden war. Also ja, im Vergleich zu der Wassergruppe wahrscheinlich. Im Vergleich zur Wassergruppe. Mhm. Was darauf hinweist, dass Hunger offenbar... Also, psychologisch gesehen sozusagen glaubt man wahrscheinlich, man ist, wenn man Hunger hat, nicht so leistungsfähig. Meine, es gibt ja auch Studien, die zeigen, wenn man Süßes zu sich nimmt, egal ob es Süßstoff oder wirklich Zucker ist, das Mouth-Rinsing Studies. Genau. Dass der Körper mit mehr Leistungsbereitschaft reagiert, weil er glaubt, er hat Energie bekommen. Genau. Ja. Ähnlich könnte sich mit dem Hunger verhalten, ja, dass der Körper mit ist es, Sättigung glaube, reagiert. Das ist dann die Frage. Ich glaube, dass nämlich in diesen Mouth-Rinsing-Studies rausgekommen ist, es ist nicht unbedingt, ich weiß nicht, ob irgendwelche körperlichen Unterschiede wirklich erkennbar waren, also in irgendeiner, weiß ich nicht, Hormon-Release-Geschichte. Nein, also auch hier nicht. Also natürlich hatte die Frühstücksgruppe hatte erhöhte Glykogenwerte, ja. Glukosewerte und Insulinwerte, logischerweise. Beide Gruppen nicht. Also nein, man kann nur subjektiv über den Hunger hier berichten. Ja. Und wie du sagst, das ist subjektiv. Ja. Das ist subjektiv und da spielt der Kopf natürlich auch, auch eine Rolle. Richtig. Aber ich glaube, so als Guideline aus dem Coaching raus, nein, trotzdem aus dem Coaching. Also selbst wenn es nur der Kopf ist, ja, warum sollte ich jedes Training gegen den Kopf ankämpfen müssen, wenn es nicht notwendig ist? Ja? Und anekdotisch kann ich sagen, aus dem Coaching, frühstücken oder etwas zu essen, sagen wir so allgemein, ja, etwas zu essen, ein bisschen Kohlenhydrate, ein bisschen Protein, etwas zu essen vor dem Training ist immer besser als nichts zu essen. Schadet auf jeden Fall nicht, ja. Definitiv. Also bei einem Klienten, der auch nie gefrühstückt hatte oder etwas gegessen hatte, bevor er trainieren ging, weil er halt sehr früh trainieren geht. Und das ist ja oft dann das Thema, Frühstück, ne? Da hinten. Ja, ich meine, da kann man auch mit einem Intro-Workout eventuell arbeiten. Ja, aber letztendlich nimmt er eine Banane und. Die Banane ist immer ein super Beispiel, ja. Weil es easy geht. Es schafft sogar so fauler Hund wie ich, schafft es sogar. Und der hat echt berichtet, was das für phänomenale Unterschiede für ihn gemacht hat. Ja, also, wenn es. Es gibt wenige Hacks, die wirklich so funktionieren, wo du eine Kleinigkeit umstellst und das hat so eine große spürbare Auswirkung und etwas zu essen vor dem Training gehört auf jeden Fall dazu. Ja, und das passt da wieder zu diesem Energiebereitstellungsthema, wo ich einfach schaue, dass ich vielleicht eben gerade, wenn ich vielleicht empfindlicher darauf reagiere, ja, dass ich zumindest schaue, dass ich ums Training herum einfach meinem Körper genügend Energie bringe für vorher und für nachher. Ob man jetzt in seinem Training wirklich die Glykogenspeicher aufbraucht oder nicht, ist die Frage, aber wenn das einen positiven Effekt haben kann, warum nicht einfach mitnehmen? Ja? Ja. Vor allem, wenn es dann vielleicht eben mehr Struktur, mehr Regelmäßigkeit ins Essen generell reinbringt. Und ja, wenn man optimieren will, natürlich ist es auch günstig, wenn das Protein auch über den Tag ein bisschen verteilt wird. Ja? Also das braucht man jetzt keine Wissenschaft draus machen, ja? Aber regelmäßig Protein-Feedings sind schon eine gute Sache. Ja? Ist also, nicht ganz schlecht. Ist nicht ganz schlecht. Also damit ist man auf jeden Fall nicht verkehrt unterwegs und kann halt eben auch Hunger- und Sättigungshormone und Gefühle einfach so regulieren, dass man generell besser durchs Leben kommt, dass man energetischer durchkommt. Weil das ist vielleicht schon eine Sache, also wenn es ja sozusagen eine Erkenntnis gegeben hat in der letzten Zeit, die ich so ein bisschen immer verfolgt habe und mitgenommen habe, und wo ich sagen muss, bin ich selber noch guilty, das nicht so, ja, nicht so gut umzusetzen, ist einfach die, dass man halt, wenn man die größte Mahlzeit und die meiste Energie am Abend zu sich nimmt und da vielleicht nicht das Trainingsfenster gerade ist, ja,
muss man sich fragen, ob das so sinnvoll ist. Ja, also einerseits beeinträchtigt es halt die Schlafqualität. Mein Aura-Ring fragt mich des Öfteren, ob es denn nicht sein kann, dass ich am Abend eine größere Mahlzeit gegessen habe, weil einfach meine Herzfrequenz sich so spät wieder senkt, ja, in der Nacht. Und das ist tatsächlich weniger erholsam für den Schlaf. Also schon mal rein aus dem Aspekt ist es eigentlich ganz gut, vielleicht die Energie regelmäßiger, gleichmäßiger über den Tag zu verteilen und gleichzeitig die Energie, die man früher am Tag dem Körper auch zuführt, ja, sei es jetzt beim Frühstück oder beim Mittagessen, ist halt auch wahrscheinlicher, dass der Körper was damit tut. Weil eben eigentlich zu der Zeit, wo man sehr viel aktiv sein will oder vielleicht tun will, versorgt gerade dazu fasten, ja, hat halt oft eben dann den Aspekt auch von, okay, der Körper sagt da, okay, tritt leiser, ja, du musst jetzt nicht, du wirst vielleicht jetzt nicht hyperenergetisch sein, ja, von deinem Grundverbrauch her. Und das macht schon. Das war auch das Argument, was dann letztendlich meinen Klienten überzeugt hat, dass vielleicht etwas vom Abendessen wegzunehmen sozusagen und das eher Richtung Training zu schieben Sinn macht. Und gesagt habe, hey, schau, überleg einmal, die größte Mahlzeit oder die meisten Kalorien schaufelst du, wenn du dich nicht bewegst danach, ja, im Schlaf. Ja. Ja. Und dort, wo der Körper eh nichts tut damit. Ja. Tut nichts damit. Und man natürlich repariert er dann und so weiter. Ja, ja, natürlich, ja, aber. Aber vielleicht macht wenig Sinn, ja, cool für, ohne dass man jetzt sogar, vielleicht ohne über Kalorienverbrauch, wobei das natürlich ein Thema oft ist, ja, nachzudenken, vielleicht wäre es einfach cool, energetisch zu sein zu der Zeit, wo man wach ist. Voll. Ja. Und da halt wirklich gute Energie zu haben, einerseits ja, mental, ja, und körperlich. Ja. Und das ist was, ja, wo ich einfach aus der Vergangenheit auch reingekippt bin, dass ich eher am Abend die größeren Mahlzeiten zu mir nehme. Mhm. Und ich merke, das tut mir aber nicht so wirklich gut. Ja. Sehr spät und viel zu essen ist jetzt nicht unbedingt zuträglich. Mhm. Ja. Also ja, gibt es ganz, ganz viele Aspekte eigentlich, die da in die Leistungsfähigkeit damit hineinspielen. Und ich glaube auch, dass die Leistungsfähigkeit an sich ja so, ich will ja prinzipiell als Mensch gut funktionieren. Ja, ich will ja, das ist ja auch sowas, ja, was ist Gesundheit und eben wie, was tut das mit mir als gesamten Menschen? Nicht nur in der Theorie, wenn nicht nur im Training. Ja, wenn sie Zellen reparieren, sondern was tut das mit mir als Gesamtkonzept? Ja, sollen wir jetzt so zum Abschluss kommen? Was ist, wenn jemand trotzdem fasten möchte oder Lust drauf hat, trotzdem was in die Richtung zu tun, sei es jetzt spirituell, religiös? Ich meine, natürlich kann man da prinzipiell schon mal sagen, okay, ich kann natürlich sagen, ja, ich verzichte auf Fleisch. Ja, sowas ist natürlich immer was, was jetzt nicht unbedingt mit einem Fastenfenster zu tun hat. Ja, ja, aus meiner Sicht. Wenn man wirklich sagt, okay, spirituell, man will erleben, was mit dem Körper passiert, wenn ich tagelang faste. Mhm. Ja, wieso nicht? Ja, dann braucht man das einmal. Ja. Also bitte, dann wenn du sagst, du willst 10 Tage fasten, nur Wasser trinken, probier das aus. Sprich das mit deinem Arzt ab und probier das aus. Aber das hat ein Ende. Ja, ja, aber ich würde es jetzt auch wirklich niemandem empfehlen, der wirklich mit dem, also Frauen würde man generell schauen, okay, wie geht's dir? Ja, so generell hormonell passt alles. Genau, ja. Also man muss bewusst sein, hormonell tut es was, vor allem wenn du eine Frau bist. Ja. Und natürlich deine Leistung, also für Trainierende ist es nicht zu empfehlen, außer es ist da egal, wie viel Leistung du bringst. Ja, und wie viel okay, kann man auch hast. Sagen, die 10 Tage sind wurscht. Ja, wenn es um die Erfahrung geht, ja, muss man halt sagen, okay, dann sage ich ja zur Erfahrung und nein zur Trainingsperformance und vielleicht verliere ich ein paar Wochen meinen Training. Ja, ist ja wurscht. Ja. Aber das muss ich halt mit einkalkulieren. Ich würde es nicht machen, wenn ich eigentlich schon auf Diät vorher bin, wenn ich so irgendwie ständig nur auf Diäten bin und jetzt nur drauf ein Fastendings, Fastenkur schmeißen oder irgendwie, würde ich jetzt nicht machen. Nein, es geht wirklich darum, wenn ich die Erfahrung machen will. Genau. Wenn ich sehen will, wie reagiert der Körper drauf. Wenn ich abnehmen will, klammer das sofort wieder aus. Ja. Genau. Weil das Abnehmen würde ich es auch nicht empfehlen. Ja. Gibt es effizientere Mittel und Wege. Ja. Aber man kann sich natürlich auch überlegen, okay, vielleicht mache ich in der Fastenzeit mit oder vielleicht möchte sozusagen mir irgendwo beschränken. Ja, das ist ja schon ganz gut. Also ich meine, wir haben ja alles im Überfluss. Also ich verstehe ja diesen Gedanken. Wir haben alles auf Knopfdruck und im Überfluss. Ja. Und das kann schon ganz gut tun. Ja. Man kann sagen, was das Essen an sich betrifft, okay, ich schaue auf meine Nahrungsmittelauswahl einfach mehr. Ja. Also ich esse cleaner,
ja, für eine Zeit lang und schaue einfach, was das mit mir tut. Ja. Das ist natürlich etwas, was man da, was man stattdessen machen kann, was auch ein ganz gutes... also cleaner, würdest du sagen, ja, weniger verarbeitet, oder? Weniger verarbeitet, mehr selbst kochen. Also nämlich echte Nahrung, die in der Natur wächst. Eigentlich sogar weniger fasten, also mehr, ja, mehr gute Nährstoffe hineinzubekommen. Ja. 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 Bedeutet jetzt nicht, dass ich unbedingt hungrig sein will, ja, und dass ich halt in Phasen nichts esse, aber vielleicht meine Nahrungsmittelauswahl einmal anpassen, schauen, was das mit mir tut, wenn ich mir mehr Gutes tue, mehr Gemüse, ja, mehr Qualität der Nahrungsmittel und so weiter. Das ist etwas, was man gut machen kann, wenn man vielleicht mit Fasten an sich irgendwie den Körper in die Bredouille bringen würde. Ja. Ja, was auch ganz spannend sein kann, ist, dass man einen anderen, vielleicht einen ganz anderen Weg wählt und sagt, okay, ich schaue jetzt einmal, ich esse, wenn ich hungrig bin. Ja? Weil natürlich Struktur ist cool, in den Tag auch Struktur hineinzubringen, aber also durch regelmäßiges Essen. Nur wenn es mir darum geht, dass ich eigentlich mich wenig damit beschäftigen will, wenn dieser Abnehmgedanke vielleicht auch dahinter ist. Ja? Und ich möchte mich wirklich wenig damit beschäftigen, möchte jetzt nicht tracken, also sich mehr einzutunen mit Hunger- und Sättigungsgefühl, dementsprechend wirklich zu schauen, okay, ich habe jetzt wirklich Hunger, ja, ich habe nur keinen extremen Hunger, aber ich habe jetzt Hunger, jetzt esse ich was und ich esse vielleicht auch jetzt nicht übermäßig viel, sondern ich esse mich einfach nur satt. Ja, ja. Also satt auf einer 1 bis 10 Skala, wo auf würdest du? Auf 8. Ja. Das ist was wir alle, oder gerade wenn man aus dem Tracking-Bereich kommt, komplett oft verlernt und übersieht. Und allein diese Maßnahme zu sagen, ich esse, wenn ich hungrig bin, und oder ich passe dann natürlich jetzt meine Struktur dann so auch so an, dass ich an meinen Hunger, beziehungsweise baue mir meine Mahlzeiten so, dass ich dann natürlich auch dann hungrig werde, wenn es für mich günstig ist, weil das muss auch in den Tagesplan passen, aber da muss man mal schauen, Moment, die Mahlzeit sättigt mich länger, die gestalte ich mir größer, die gestalte ich mir kleiner. Also das bringt viel, viel mehr. Wenn ich mich mit nichts beschäftigen möchte, ja, ist das wirklich was man tun kann. Setzt voraus, dass meine Hungerhormone halbwegs in Balance sind, weil wenn Ghrelin und Leptin komplett all over the place sind, dann habe ich wahrscheinlich immer Hunger oder nie Hunger. Und, ja. Na genau, das wollte ich dazu sagen. Ja. Also das ist natürlich, wenn man jetzt wieder mal, ja, wenn man aus einem Dauer-Diät-Mindset kommt, ist das nichts. Ja, das ist nichts. Das ist dann was, wenn ich sage, okay, ich würde mit dem geringsten Aufwand sozusagen, möchte nichts ändern, ja, aber ich bin bereit sozusagen wirklich in mich ein bisschen mehr hineinzuhören, ist aber nicht leicht. Ja. Das ist eigentlich wirklich eine Mastery, die war eine sehr coole Mastery. Und kann man eigentlich nur wirklich machen, wenn man wieder eher echte Lebensmittel isst, weil ich sage jetzt einmal, die Lasagne, die Fertiglasagne vom Aldi, wird mir nie signalisieren, dass ich nicht mehr haben will. Nein, das stimmt schon. Man muss halt immer mit hineinfaktorieren, dass diese Lebensmittel, also die Fertiglebensmittel und verarbeitete Lebensmittel so gestaltet sind, dass sie wahrscheinlich über meinen Hunger- und Sättigungsgefühl... Ja, dass es total leicht ist, zu viel davon zu essen und dass es aber gleichzeitig aber so wenig Volumen auch ist, dass es mich vielleicht nicht so gut sättigt. Genau, ja. Aber und die Nährstoffe fehlen ja auch. Also Mikronährstoffe hast du ja auch keine mehr. Natürlich. Ja. Aber trotzdem ist es etwas, was man sozusagen stattdessen anpacken könnte, was eine schlauere Maßnahme vielleicht wäre, wenn man eigentlich... Ich glaube, vor allem interessant für Leute, die tracken, schon sehr lange getrackt haben und vielleicht noch einen Weg suchen, wie sie auch einmal ohne MyFitnessPal oder Yasio Gewicht circa halten können. Und vielleicht manipulieren können. Ja. Du kannst es sehr gut manipulieren, sogar indem du sagst, okay, ich erlaube mir ein bisschen mehr Hungergefühl und ich esse... ich verlasse den Tisch nicht vollkommen gesättigt. Ja, mein eigener Podcast vielleicht. Das ist ein eigener Podcast, das ist sehr interessant. Was man natürlich auch noch machen kann, ja, das ist ja mein Favorite, also dass man auf andere Dinge verzichtet als auf Essen. Zum Beispiel, was den meisten sehr schwer fällt, so Handyfasten zu machen, also Social Media Fasten zu machen, wirklich bewusst einmal eine Zeit, sich jeden Tag einzuplanen, wo man sagt, okay, jetzt kommt mal kein Input über einen Bildschirm und ich lege das Handy weg, ich lösche den Social-Media-Account und versuche mal eigentlich in die Richtung mal was Gutes zu tun. Und ich glaube, man merkt dann erst, dass das auch eine starke, also gerade am Anfang,
viel Verzicht sein kann. Ja, und das, wie würdest du das vorschlagen? So wirklich so eine halbe Stunde, eine Stunde, wo man sagt, keine Screens? Also ich würde mal klein beginnen. Ich würde prinzipiell sagen, alles ist gut. Ne? Also ich sage mal, 15 bis 20 Minuten sind schon mal ein guter Start, wo man sagt, okay, in dieser Zeit keinen Screen. Ja? Also ich konsumiere nichts. Also eine Konsumpause im Sinne von nicht was Essen betrifft, sondern von Medienkonsum. Weil wir lenken uns alle also sehr, kein Podcast auch. Kein Podcast. Ne? Keine Bücher. Keine Bücher, ne? Kein Lesen. Also wirklich eine Konsumpause. Medienkonsumpause. Das ist mittlerweile etwas, was ich mit Klienten des Öfteren bespreche, die sich sehr gestresst fühlen. Ich bin früher immer dazu gegangen, dass ich gleich als erstes Thema irgendwie Meditation empfehle. Das Ding ist, das passiert dann auch meistens über App. Man macht das vielleicht, keine Ahnung, 10 Minuten, und es ist trotzdem auch Input. Ja? Und gerade wenn man ein Problem hat, damit abzuschalten, ist es oft zu kurz. Ich hätte einen guten Vorschlag. Ja? Die Leute können beginnen, so kleine Miniaturen zu bemalen. Für Warhammer zum Beispiel. Und die schließen sich dann alle dir an. Ja, ja, ich brauche immer ein paar Mitspielerinnen. Also. Ja, aber natürlich, ich mein, ich würde prinzipiell sagen, natürlich kann man da was dabei tun, aber nichts, also wirklich einmal sich zu erlauben, ja, nur mit sich zu sein und sich nicht abzulenken, ist ultra schwer. Ich mache das oft auch mit Klienten, die mit dem Essverhalten kämpfen, dass ich sage, okay, wir haben dauernd Hunger, wir wollen dauernd essen, aber wenn wir jetzt eine Mahlzeit uns nehmen, dann essen wir mal einfach nur ohne Handy, ohne Lesen, ohne Fernseher, ohne Gespräche, das sogenannte Mindful Meal, und da kommt oft irrsinnig viel Resistance, ja, und ich kenne es auch von mir selber. Das ist eigentlich, ja, ist dann oft so, dass man immer ein Thema mit dem Essen hat und man hat vielleicht, man möchte essen, aber man möchte nicht in Ruhe essen. Das ist sehr spannend. Das kann dann auch sehr viel aufzeigen. Ja, also ist wirklich, solche Fastenphasen in den Tag einzubauen, wo man mal wirklich den Kopf arbeiten lässt, also verarbeiten lässt, ja, ohne sich dauernd Input zu holen. Und ich bin da einfach so ultra schuldig, ultra guilty, was das betrifft, weil ich eine Zeit gehabt habe, wo ich mir gedacht habe, ich muss jede freie Minute für irgendwas Produktives nutzen, muss man immer irgendeine Information oder Wissen reinziehen. Und da schaden solche Fastenphasen in dem Sinn echt nicht. Ja, ich meine, das aktuelle Zeitalter, das begünstigt das natürlich. Ich meine, Wissen, nie hatten wir so viel Wissen frei verfügbar wie jetzt, ja, und das wird sekündlich mehr. Ja, und der Umgang damit ist aber ein wesentlicher Bestandteil dafür, dass man mental gesund bleibt. Ja. Ja, weil diese Überforderung, die man dann oft spürt, ist ja wirklich dieses ständige Rauschen, dem man sich einfach selber aussetzt. Und dass ich habe das gemerkt jetzt eben, weil du zu Beginn gesagt hast, oder weil wir über den Ukraine-Konflikt gesprochen haben, dass ich wieder hineingekippt bin, mehr zu konsumieren, mich zu informieren. Nur es ist halt kein produktiver Zustand. Ja? Und ich habe wirklich gespürt, wie so ein bisschen Anxiety hochgekommen ist. Nicht nur wegen den Nachrichten an sich, sondern weil ich einfach ständig am Checken war. Und ständig gerauscht. Genau, ständiges Rauschen. Und man muss da auch, ich glaube, das ist die Herausforderung für das Zeitalter gerade, wie man mit Medien und mit Konsum in dem Bereich umgeht. Ja. Also das kann eine wertvolle Fastenerfahrung sein. Also schalte den Podcast ab, leg ihn weg, mach jetzt 15 Minuten nichts. Genau. Ich weiß jetzt nicht, welchen Podcast ich da gehört habe, ob das Huberman war oder jemand anderer, der das Handy wirklich aufs Dach gelegt hat oder geschmissen hat, weil er gemerkt hat, er checkt es immer wieder ab. Und ja, spannend. Also Handy aufs Podcast aus, Handy aufs Dach, Stromstecker rausziehen, WLAN abstecken und einmal 15 bis 20 Minuten bei sich sein. Oder einfach nur Handy zu Hause lassen, eine Runde spazieren gehen. Das ist eine gute Sache, ja. Nicht in der Stadt, in der Natur, wenn in möglich. In der Natur, wenn möglich, angeblich, ja. Aber ich glaube, es ist alles gut, was man umsetzt. Da bietet natürlich wieder viele Reize, um sich abzulenken. Ja. Stimmt, aber trotzdem besser. Besser als zu Hause, ORF.at schauen oder was schaut man in Deutschland? ZDF Nase schon sicher nicht. Das schaut doch nicht. Ne? Keine Ahnung. Egal, aber so. Ich bin jetzt relativ durch und hungrig außerdem. Wieder mal. Immer um die Zeit, ja. Immer um die Zeit. Es ist 12.30 Uhr und es ist Zeit fürs nächste Meal. Gut, ich finde, es gehört noch ein
Trizepsflex? Ja, leider, mein Trizeps verschwindet schon da irgendwo unter. Ja, er ist noch da. Ich bin zu wohl genährt für einen Trizepsflex. Er ist noch da. Damn, ich glaube, ich habe das schlechtere Lied. Wo ist mein Trizeps? Naja, ich kann mein Bizeps herzeigen. Ja, schau, der ist da. Der ist da. Ich hab dran. Okay, gut. Das war's. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann bitte, ich muss das am Schluss noch sagen, ja. Bitte liken, sharen, kommentieren. Gibt es sonst noch was? Ja, auf YouTube. Bewerten. Liken, genau. Bewerten gibt es eigentlich nur auf Apple, also auf iTunes. Also bitte, wenn du auf Apple hörst oder ein iPhone hast, du musst gar nicht auf Apple hören, wenn du ein iPhone hast und einen iTunes-Account, würde es uns total helfen, wenn du 5 Sterne abgeben könntest. Ja. Wenn du 4 Sterne abgeben willst oder weniger, brauchst du es nicht machen. Und, und ja, wenn du uns irgendwas dalassen willst, freuen wir uns auch sehr. Ja. Also ein kleiner Kommentar dazu. Ist immer sehr hilfreich. Auf Spotify gibt es noch keine Bewerten-Funktion, aber ich glaube, die soll kommen irgendwann. Yes. Also dann wird es sehr interessant, weil ich habe gesehen, die meisten hören uns auf Spotify, ja. Gefolgt von Apple. Und ja, einige sind auch auf YouTube vertreten, wo ich immer noch total erstaunt bin, warum man unsere wunderschönen Gesichter ins Wohnzimmer sich holen möge. Also ich glaube, wahrscheinlich wegen der Aria. Wegen der regelmäßigen Auftritte von Aria, ja. Na gut, das war's und ja, frohe Ostern. Frohe Ostern. Blaue Eier. Frohe Fastenzeit. Frohe Fastenzeit. Oh. Ostern kommt bald, in 40 Tagen quasi, ne? Naja, schon weniger als 40 Tage, ja. Genau. Gut, ciao. Ciao.